Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Oh Mann! Adi, Schatz! Alles Gute! So, willkommen zu einer neuen Folge auf eurem Kanal. Rams ist der Digga. Wir wollen heute die Meile machen und wer sind wir? Das ist... Ich sehe gar niemanden. Hallo! Keiner mehr da. Da steht der Thomas, da steht der Hannes. Moin! Der Hannes sitzt, der Thomas liegt. Das ist hier, so haben wir jetzt hier. Wir sind jetzt gerade bei mir, genau. Irgendwo war noch die Shania. Die Shania ist jetzt weg. Die Shania hat die ganze Nacht die Toilette angebrüllt. Der Hannes hat gesägt, der Thomas hat gebohrt. Zwischendurch wollte er nochmal staubsaugen. Das hat alles seine Gründe. Wir warten jetzt eigentlich auf der Fahrer. Eigentlich wollte Timo kommen, Timo schafft's doch nicht. Also warten wir nur auf der Fahrer. Oh. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hallo Shania. Moin. Hallo Hannes. Moin. Ronny. So, ist auch da. Thomas, cool. Nochmal das hier mal. Das ist jetzt das Feriencamp von den Jungs und die Mädels. Da hausen die rum, guckt dir das an. Wenn ihr da auch mal übernachten wollt, gibt's so Apartments im Internet, da könnt ihr rein und machen. Adi, Schatz. Alles Gute. So, wir haben uns jetzt rausgetraut. Der Fahrer ist da. Der Fahrer läuft hier vorne links. Thomas wollte gerade noch sein Paket abgeben, aber die Post macht erst um 10 auf. Und wir müssen traditionell ja erstmal zum Döner-Lutz. Döner essen. Ja, aber der ist ja schon erwachsen, der hat keine Ferien, deswegen. Wir haben auch die Reihenfolge schon festgelegt, weil der Fahrer... Quatsch, warte mal, du bist ja gar nicht der Thomas. Weil der Thomas ja das erste Mal da ist und das im Prinzip die Thomas-Meile ist, in Angedenken an Thomas, jetzt schon, wird der Thomas dann auch das erste Bier holen, weil Shania die erste richtige Meile damals hatte, das zweite, weil dann Hannes ins Spiel kam, kriegt er das dritte. Damit ich nicht schon wieder an vierter Station bin für das Perlenbacher Extra Strong, hat der Fahrer Station 4, der holt Perlenbacher Extra Strong. Nein. Und ich bin dann die 5. Das heißt, ich komme. Wir holen Thomas Strong auf jeden Fall. Interessante Nebenfacts auch, die allererste Meile habe ich solche langen Haare gehabt und kein Bart, gar nichts. Ich war blank geleckt. Jetzt habe ich kurze Haare und einen richtig ekligen, grauseligen Gammelbart. Das ist der Umzugsflockbart. Das heißt, sobald der Umzug beendet ist, wird der Bart auch wieder gestutzt. Zwischendurch muss man verlaust aussehen. Aber so sieht man die Entwicklung der Meile von kleiner Bubi zu abgefuckter Penner in nur 5 Meilen. Ich weiß gar nicht, wie viel der es ist. Die Jungs überqueren die Brücke tadellos. Die Sonne scheint. Wenn es so weitergeht, kann man die Jacke wieder ausziehen. Denn hier ist kein Tunnelsieg, Jungs. Shania, dein BH-Träger ist verrutscht. Der sieht aber nicht gut aus. Was sollen die Leute denken? Das ist kein Bordell hier. Ich mach mal Böner jetzt raus. Ja. Jetzt muss ich eigentlich noch mal sagen, was hier eigentlich los ist. Willkommen zu einer neuen Folge, die Goldene Meile. Ne? 12 Pubs, 12 Bier. Also wir laufen an 12 Supermärkte, trinken 12 Bier. An jedem Supermarkt darf jemand anderes aussuchen, welches Bier getrunken wird. Jeder geht einmal rein und macht irgendwas. Das ist der Thomas, der Moonlight, der gesagt hat, wir machen Oldschool, wir essen auch 4 Döner dazu. Und jetzt bestellt er sich eine Bockwurst. Genau. Ja. Das ist Shania, die kennen ja alle, die war in der ersten Goldenen Meile dabei. Das ist der Hannes, der war mit dem Kessel in der Meile, der war mit der Jenna in der Meile und der war in der Bianca Naturin Meile. Ja. In der Naturin Meile war auch der Fahrer. Und ja, der mag auch scharfes Essen und er hat wieder mal keine Füße an. Guckt euch das an. Ohne Füße läuft er hier rum. Und ja, jetzt erstmal Döner. Und Thomas darf dann das erste Bier im Rewe aussuchen. So, Thomas ist gerade fleißig am Bockwurst essen. Fertsch oder was? Gut, Thomas ist fertsch. Was? Der Fahrer fährt in den Döner intensiv bis zum Abgrund. Schön mit Rot drauf, mit Rote drauf. Ne? Das ist meiner, hat der Hannes gesagt. Die Shania hat eine Kameltreiberjacke an, sehe ich gerade. Erinnert mich an Andy damals. Ey!
Hör mal das Knuspern an. Wunderbar. Diese Erdnussriegel. Versteht wieder keiner. Könnt ihr wunderbar den Erdnussriegel? Die Genaya hat gerade ihr Hackschnee gegessen und hat dabei Haare bekommen. Vorher waren die nämlich noch zusammengebunden. Jetzt sind die einfach auf. Ich habe das beste Schuhwerk. Dadurch, dass ich jetzt umziehe, habe ich die Schuhe alle schon weg und habe eigentlich gar keine Schuhe mehr da. Normal nehme ich festes Schuhwerk für so eine Wanderung. Diesmal mit den Gummischuhen. Und der Thomas und der Fahrer haben sich gerade den Elektropostboden klar gemacht. Oh, da kommen sie schon. Also bis jetzt ist es noch gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Was die Leute immer haben, von wegen Meile unschaffbar. Bis jetzt gar nicht so schlimm. Diesen Satz versuche ich heute immer an jeder Station zu sagen, um zu gucken, wie der Satz sich verändert oder was noch draus wird. Wenn dann einer da liegt und du stehst daneben, ist doch noch gar nicht so schlimm, ne? Naturin am Start, geprost. Genaya hat an alles gedacht. Achso, wir müssen jetzt nochmal heim und nochmal das Paket zurückbringen. Nein, weil das, was zurückgeschickt wird, da ist ja ein Thomas, seine Matratze muss er weg, aber die braucht er ja. Der muss sich ja irgendwo drauf liegen, dass er auf dem Boden liegt und so tun kann, als würde er nicht auf dem Boden liegen. Ich kann das hier damit zudecken dann. Ja. Wir müssen darauf achten, auch heute, dass die Gruppe zusammenbleibt. Das ist wichtig. Und dass jedes Mal die Uhrzeit gesagt wird. Aufsehpflicht. Ja, wie spät ist es denn? Wir sind nur noch, es gibt nur noch, also, ja, aber wie spät ist es jetzt? 10.14 Uhr haben wir jetzt. 9.30 Uhr wollten wir beim Lutz Döner essen, jetzt ist es 10.14 Uhr. Fast eine Stunde Verspätung. Weil der Lutz so lange gebraucht hat, die drei Döner zu wickeln. Deswegen. Genau, immer die anderen sind schuld. Natürlich. So, erste Station der Goldenen Meile, der Rewe Center und der Thomas ist ja der Neuankömmling. Der kommt jetzt mal in die Traufe hier und darf das erste Bier auswählen. Was wir dann alle trinken müssen. Wir hoffen natürlich, es ist nicht zu pervers. Sternburger. Und ausgeschlossen sind immer noch Mixgetränke. Also kein Radler oder so oder irgendwas. Aber es muss nicht unbedingt 0,5 sein, wenn jemand was krasses 0,3er, 3,30 findet. Wir wollen es ja mal schaffen und nicht wie beim letzten Mal komplett eskalieren. Das war lustig. Das kriege ich mal bestimmt diesmal nicht so schön hin. Ja, aber du bremst uns selbst schon aus und sagst kein Bonus. Ich habe nichts gesagt. Ja, der Fladdy mag das auch, ne? Und dann schwärmen sie immer, Allgäuer Büble ist ein gutes Bier. Ja. Wir nehmen einfach die Blöcke, die daneben steht, so ungefähr. Ja, so ist das. Das ist das Beste, deswegen nehmen wir das da. Oder so besser, ungefähr haben die das besser gemacht. Ist die Leute, die hier die immer sagen, Sternburg ist das beste Bier. Wenn du irgendwas anderes daneben stellst, trinken sie nur das und das Sternburg bleibt liegen. Sternburg ist das Beste. Willst du eins? Geh weg mit dem Scheiß. Ja. So ungefähr. Ja, genau. Das ist genau das Gleiche. Ja, Thomas ist immer noch auf der Suche nach dem Tommaso Ciampa Bier. Oh, er hat was. Er hat was. Wer denn das Letzte? Kasten sieht aus wie deine Jacke, du. Kimseer hell. Kimseer. Das habe ich schon lange nicht gehabt. Da bin ich aber zufrieden. Bin ich beruhigt. Guck mal, das Anlass und T-Shirt. Die Koronne ist dran. Extra. Wollen wir mal zur Kasse, bevor ja. sie ja, wir anfallen? Gehen zur Kasse, so. So, nehmt die mit Bier weg. Ronny! So. Im Rewe gibt's gratis Eier. Für Team Gelb natürlich nehme ich mir mal eins mit. So. Weil der Hannes hat voll die Idee gehabt, war ja auch Ostern, ist jetzt am Wochenende. Ja. Hat er einfach vier Hasen gekauft für vier Leute. Mich hat er wieder vergessen. Spaß. Dann gib mal her den Humpen. Einen für einen dich. Für den Innen. Einen für den Thomas. Einen für den Fahrer. Der Fahrer. Ja. Und einen für Jenny. Ja, Jenny! Freunde, erstmal vergesse ich zwei. Gleichzeitig gibt es ja dieses Ei. Das kann man ja irgendwie aufmachen, wenn man das so. Und dann ist der Boden irgendwie auf. Und dann kann man das so abbröseln. Bröseln! Ja, aber das schäle ich jetzt gleich in ordentlich. So. Und du musst uns mal erklären, warum hast du dieses Chiemsee ja ausgewählt? Ja, man weiß ja, Chiemsee ist ein schöner See. Es kommt aus Bayern, Hannes kommt von da. Das passt einfach mal zum Start. Okay, hast du es schon mal getrunken? Nein. Gut, dann sind wir jetzt mal gespannt. Aber man sagt ja, die Bayern können das beste Bier brauen. Deswegen. Ja, sehr lecker. Und jetzt rutscht man hier bestimmt ab, wenn man das aufmachen will. Weil es nämlich nicht eckig ist und kann nicht. Scheiße. Ich hab da was anderes. Ich tu mir das jetzt hier in meinen Penis und dann mache ich das hier mit auf. Einfach. So.
mit dem Wagenzipfel. Am besten Jenny auch dann rüberreichen. Aber wir können nicht hier alle fünf filmen. Das Video muss kurz und knackig sein, ne? Du. Sehen, ob ich das hinkriege. Die große Bierreicherei. Nach Fahrgarten. Oh, nee, kann auch sein, dass es zu hart ist. Oder? Oh, es ging doch. Jetzt erzähle nicht und hebt immer einen Scheiß auf hier. So. Wir achten auf die Umwelt. Gutes für Deutschland, Thüringen, die grüne Mitte. Prost. Prost, 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 Prost. Über in die Augen gucken. Und wie schmeckt's? Ach, herrlich. Und ihn? Herrlich, herrlich, herrlich. Chiemseer ist immer gut. Und ihn? Schmeckt sehr lecker. Brauchen immer nur kleine... Warte, ich muss noch mal probieren. Immer nur kleine One-Takes, One-Liner sind das dann immer. Oh, warte, da war Schaum dabei. So sieht das Ei jetzt aus. Wie ein Furunkel. Fehlt ja die Hälfte schon. Eine Verschwendung. Ich bin ja eh am Laufen. Er geht oben drauf. Man kann nie. Wisst ihr, der Mann hat gleich Bescheid gesagt, dass das der Fahrstuhl nicht aushält. Ist genug Platz für alle. So, wir testen jetzt mal. Los! Acht Personen! Hannes, geh mal mit rein! Das ist mir zu eng. Hannes, komm! Also einer muss auf jeden Fall noch gucken. Hannes, selbst er kommt noch. Also Platz wäre noch, aber ich lauf lieber. Jetzt fühle ich mich wieder wie Harry Potter. Harry Potter. So, jetzt Harry Potter. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zum Edeka. Der Fahrer, wo ist er denn? Weil die Shenaya jetzt dann im Edeka das zweite Reib auswählen muss. Genau. Prost. Guck mal, selbst die Griechen haben geschmückt. Ich glaube, das ist der schönste Osterbaum, den ich je gesehen habe. Nicht zu primitiv, ne? Nicht zu überladen. Das ist so, mit sowas bin ich aufgewachsen. So, vor lauter Markt haben wir den Osterbrunnen vergessen zu zeigen. Aber dann, wir laufen ja nochmal dran vorbei. Fehlt noch Unterbodenbeleuchtung, meinst ja, du? Cool. Ich hoffe, dann wählst du Osterbier aus, wenn du dran bist. Wenn ich eins finde. Wo bin ich denn mal dran? Guckt euch doch die saftigen Wiesen an, links und rechts. Da erscheint da schon das Edeka-Schild. Edeka Blaufuß, wie es immer in der Suhl-Werbung ist. Und der Gebrost vor mir wählt. Wie gesagt, jetzt das erste Bier aus, das zweite Bier aus, im ersten Edeka. Aber die Pfandabgabe wird nicht gefilmt diesmal. Das ist eh immer blöd, ne? So, über Stock und Stein. Thomas! Bein kaputt. Knie kaputt. Hannes! Jo! Bein kaputt. Beide kaputt. Knie kaputt. Der Fahrer. Was, wusstest du eigentlich, dass da zwei Kampflesben auf deinem Rucksack sind, die sich ihre Ärsche aneinander reiben? Also ich kenne die Marke nicht. Sieht aus wie Chiemseer. Da, die erste liegt schon in der Ecke. Das ist der Grund, wieso der Netto immer sagt, hier kein Bordell. Weil die sich immer hier hinsetzen und betteln und dann immer noch weiblich sind. Na? Und dann immer das solche Typen anlockt, die dann immer kommen und ja, wie sieht's denn aus heute oder was? Deswegen müssen die dann immer weiterlaufen. Hallo Adlersohn, was geht? So, fertig. Diesmal ist der Automat nicht schuld, wenn wir es nicht schaffen. Der braucht nämlich zu lange. Du bist Bauchredner. Du hast gerade gerülpst, ohne die Lippen zu bewegen. Das war ich nicht. Wo ist Hannes? Deine Flasche. Das sagen sie immer. Bevor das Ding noch verreckt oder so, dann denken wir, sind fertig. Da ist es ab 18 Logo gewesen. Yes. So, wir filmen die Pfandabgabe aber nicht. Wenn ihr sehen wollt, was der Fahrer filmt, dann guckt auf seinen Kanal. Aber was ihr nicht seht auf seinem Kanal, sind seine Haare. Die sehen wir nämlich nur hier. So. Wer das nicht wusste, das ist übrigens eine Perücke, damit die wahre Identität geheim gehalten wird. Insgeheim hat er eine Klatze. Jenny will Dosenbier. Fred Durst. Vielleicht hole ich mir auch einen Chantre. Nee, ich glaube, das zählt nicht. Ne? Nee. André. Ein Chantre. Den kannst du dir für deine Privatzwecke holen für heute Nacht. Wenn du dann. Kostet nur 3,79. Ja, das musst du mitnehmen. Lady Bark. Karamals. Lady Bark und Kat Meur. So, weil Ostern ist, hat sich die Shenaya natürlich ja dieses Bier ausgesucht mit dem super Goldhasen drauf. Aber weil es das ja nur im Sixpack gibt, haben wir ein Problem, aber auch nicht. Wir haben auch ein Fivepack gefunden und das können wir jetzt mitnehmen. Und oh, wie süß! Schnuffel! Robber Irish Whisky.
So sehen die also aus, wenn die Whisky trinken dann. Ja, die sind dann glücklich vom Alkohol. Der hat den Naturin-Blick drauf, ja. Durch sein Irish Whisky. So, die Shania hat jetzt, ich muss aber den Kasten zeigen. Den Kasten Osterfettbier mitgenommen. Mit dem, guck mal, wie süchtig der ist. Sosa, das ist mein Bein und das ist Adi gewesen früher mal. Da gab es ja Bilder, was ist denn los? 10.58 Uhr wollte ich jetzt nur sagen. Es ist 10.58 Uhr. So schlimm ist es doch gar nicht, oder? Ist doch ganz gut. Das hat ein super goldenes Etikett, da hat die Blöre in der Hand. Warum hast du dieses Bier genommen? Weil bald Ostern ist. Und jetzt, die Wahrheit. Weil der nämlich Osterbier suchen soll und wir werden nie wieder Osterbier finden. Und dann ich bin in den Scheißläden dann dran. Also hier in Lidl und Aldi, da gibt es nicht so eine Bierauswahl. Genau, es war deine eigene freie Entscheidung. Nein, ja, das Etikett ja auch gefallen und du fandst den Hasen auch süß. Ist doch einfach so. Ja, jede Prozent hat das dann. Ich nehme gleich mal eins. Alle. 58 Kalorien, ach du Scheiße. 5,8. Hä? 5,8. Ja. Die 0,3 spürst du auch nicht mehr. Ich dann nicht mehr, nee. Ich tu mal kurz machen auf der Fahrer. Versuch das hier aufzumachen. Oh, da hast du sogar gleich. Hey, gleich in den Mülleimer. Super! Oh. Diesmal versau ich es immer zu wahrscheinlich. Warum tust du denn auch den hoch? Ich habe einfach nur so wie du. Ich habe von dir gelernt und jetzt kann ich deine Tricks. Aus. Ich bin ausgelaufen! Haben wir verpasst, wie der Hannes säuft. Ich bin ausgelaufen. Hannes läuft aus. Ja, für die schöne Osterzeit steht da drauf. Das haben wir letztes Jahr Ostern haben wir sogar ein Biertasting im Cardboard hinten gemacht mit diesem Osterbier. Jetzt so, eigentlich musst du es ja aufheben. Prost! Hasi, stimmt. Na, und dann müssen wir gleich mal gucken, wie es schmeckt. Hasi? Habt ihr schon probiert jetzt? Wir müssen schnell Hasi? Weg. Hasi? Und wie schmeckt's? Hasi. Nach Hase. Gut, das war dein Einliner. Wie schmeckt's? Sehr würzig. Würzig, wie schmeckt's? Schmeckt gut, kann man trinken. Wie schmeckt's? Der googelt noch nach den Inhaltsstoffen. Warte, ich guck. Der trinkt immer erst, wenn er, damit man auch schön sieht, wie die Flasche den Mund umschlingt, also andersrum. Ja, schmeckt. Aber jetzt nicht so. Schmeckt. Schmeckt so wie. Meins schmeckt mir auch, genau. Treffen sich zwei Prostituierte, sagt die eine, Mainz ist ein Drecksloch, sagt die andere, Mainz auch. Die kommen aus Mainz, aus der Stadt, verstehen Sie? Der Fahrer mutiert mittlerweile zu der Führer, ne? Er rennt nämlich vorweg die ganze Zeit mit seinen Hoppergäßbeinen. Der Indianer. Bisher alle, die bei der Meile waren, haben dieses Pferd geküsst. Der Thomas kommt jetzt auch her und es reicht ja mit der Zunge. Das ist schon angewichst. Muss ja nicht mit dem Mund sein, guck, verstehst du? Angewichst. Da kann ich ups, höchstens einen Schluck Bier geben oder so. Ah, oh, nicht wir haben das nicht voll gemacht. Es ist einfach hier runtergelaufen vorne. Aber fass es, streich jetzt halt mal kurz, damit es auch die Kraft des Thomas aufgesaugt hat. Das ist das Meilenpferd, das Maskottchen jeder Meile. Wie bei der Raid Mania, nur halt beim Bier trinken. Was? Der Fahrer. Nee, der Indianer. Häuptling Rotschopf, guck. Mann, das leuchtet ja heute richtig, dein Haar. Hat die Farbe von Shinayas Jacke. Guckt euch das an, ist dieselbe Farbe, oder? Wir laufen auf jeden Fall jetzt davor, Richtung Friedhof, wo eine Toilette ist. Da können die Jungs und die Mädels erstmal austreten. Und im Netto ist dann der Hannes dran. Oh ja. Weil der Hannes ist die Number Tree. Der Lemon Tree. So. Das Wetter ist schön, deswegen ist der Oettinger Pullover jetzt am Start. Der Fahrer ist jetzt auf der Toilette. Der Thomas ist auch auf der Toilette. Das sind die Toiletten. Das finde ich sehr gut. Hier habe ich mich auch immer ausgekackt, wenn ich zum Netto musste und die Schicht angefangen hat. Aber der Netto noch zu war, man noch nicht rein durfte. Man musste, ist man schnell hierhin auf den Friedhof. Hannes und Shinaya warten kurz vorne, dass hier nicht so Tumult ist. Und Hannes wählt das Bier im Netto. Mir ist total schlecht. Ich wollte an jeder Station immer auch mal irgendeine Kleinigkeit noch mal essen. Aber der Lutz-Döner liegt mir noch so schwer im Magen. Und das Ei liegt mir auch noch so schwer im Magen. Deswegen, keine Ahnung. Das sind Tiere. So, der Häuptling schaut in die Prärie. Was ist das? Nix? Tiere? Bloody Tears? Cool. Hier seht ihr die Jungs auf dem Stein. Moin. Und da seht ihr die Mädels
frisch getrennt von den Jungs. Moin, genau. Habt ihr gestritten oder warum sitzt ihr so weit auseinander? Habt euch doch mal lieb. Es sieht so gut aus, wenn wir so da an die Quatsch. Es ist die letzte Meile hier, da könnt ihr doch jetzt nicht einen Zoff anfangen. Hier. Wenn sie den Strahl ablässt, dann möchte ich nicht in der Nähe sitzen. Strahl? Genau. Das ist nur ein Sicherheitsabstand. Ja. Ach so. Aber weißt du, wenn es richtig dran ist, vielleicht liegt es trotzdem. Nee, weil dann kann ich zum Glück noch laufen. Sieht aus wie so Actionfiguren. Das ist Hannes aka Ronny verpackt in eine Plastiktüte. Und hier haben wir Jenna. Inklusive ACAB-Stromkasten als Accessoire. Das ist die Ghetto-Version. Ja. Gibt es ja immer bei den Wrestling-Figuren auch. Der eine hat einen Tisch mit dabei, der andere eine Tür, der andere eine Leiter. So. Sag mal, trinkst du etwa Bier auf der Toilette? Nein, das habe ich gerade hier wieder aufgenommen. Hast du das jetzt ins Klo geschüttet? Nein, da ist ja noch einiges drin. Sonst wäre die Flasche leer. Was, dich haben sie voll gelabert. Mehr fällt mir nicht mehr ein. Ja. Jetzt hat uns der Zai, Gott hab ihn selig, eine Memo geschickt. Deswegen hört euch mal kurz an, was die rote Box zu sagen hat. Macht doch jetzt gerade eure Meile. Ne? Dann einen guten Gruß aus Hessen in die Meide rein. Könnt ihr ja gerne mit ins Video nehmen, diese Sprachmemo. Und ja, zieht auf jeden Fall mal richtig durch. Denn aktuell, man weiß es ja, bin ich der Einzige, der überlebt hat. Jetzt sogar kannst du schon mit Überhang. Ja, bei mir gab es auch. Wenn ich das schon höre, ich bin der Einzige, der überlebt hat. Wisst ihr noch, der Zai im ersten Laden schon nimmt er einen Weincocktail, so süß wie Limo, wo man einfach so trinkt und fertig. Zwischendurch nimmt er einen weiteren Weincocktail, dann nimmt er einen Radler irgendwo und preist sich jetzt hier an, ich bin der Einzige, der es geschafft hat, ich bin der Boss. Grüße an Zai, Liebe geht raus. Außerdem, was heißt hier der Einzige? Ich war doch dabei, das heißt ja, ich habe es auch geschafft. Und ich habe es ja eigentlich auch bei Shannys Meile geschafft. Und bei Marc und Pierre Meile habe ich es ja eigentlich auch geschafft. Ja gut, ich habe es also immer geschafft. Verstehen Sie? Und Sandra hat schon drauf geantwortet in der Gruppe. Ne? Verstehe ich nicht. Durchgezogen haben es doch schon viele. Und gerade er hatte mir die krassenden Nachwirkungen davon gehabt. Also das letzte Mal die krassesten. Durchgezogen. Da ging ein Auge nach dort und eins nach da. Und eins ist runtergefallen. Und dann musste man es wieder aufheben und suchen. Also das war brutal. Zai. Aber im Battle Rap wird meistens übertrieben. Battle Rap ist Krieg. Battle Rap ist Mahlzeit für zwischendurch. Da wird meistens übertrieben. Wenn du da noch eine Kamera rausholst, dann wissen sie ja gleich Bescheid, dass du filmst. Kai der Brecher, guckt ihn euch an. Und er hat sogar seine Füße mitgebracht. Darf man da mal dran fassen? Ja, die. Oh, guck dir das an hier. Adi Schatz! Ja, die nehme ich wieder mit. Die hat er in den Streugutkasten beim Friedhof reingelagert. So ein bisschen mache ich die Bier Junker nach. Nur halt eben, ich glaube wahrscheinlich nicht so das perfekte Essen. Aber die hat immer fett gegessen und du isst immer süß mit Zucker dran. Ist das ein Big Mac oder ist es ein... Das ist ein Cheeseburger. Jetzt hat sie nur das Brot im Mund, da ist noch Salat, da ist noch Käse. Kennt ihr diese Trolley-Burger? Die waren auf jeden Fall immer richtig genial. Das ist ein großer Fetter und dann gibt es ja auch noch kleine. Ne? Schmecken dir die auch, Thomas? Ja, geht. Geht. Du bist eine Weile dran. Dann kann ich ja noch in Ruhe mein Osterfestbier austrinken, weil der Zai hat mich total abgelenkt. Der Bildschirm geht schon wieder nicht vorne. Was schiebst du hier noch natürlich? Das hätte ich jetzt gefilmt. Das war aber schon alles. Na dann. Komm. Oh. Hast du Kamera an? Jetzt läuft's. Kamera an. Ja, ich krieg's dann wieder in die Backen. Ne? Aber ich hab Beweis, ich hab damit nichts zu tun. Das könnt ihr mir nicht ankreiden. Erstmal mein Gesicht zeigen. Das war der Mann. Der Mann. Ich wohne hier nicht. Der Mann. Ich kenn mich hier nicht aus. Und das passiert, wenn du zu viel Blue Curaçao trinkst, Bruder. Alarmstufe blau. Risse Eier. Blue Curaçao. Ja, das war der Robin. Ach, der Robin, genau. Der Robin aus den Pokémon-Videos war das. Da man ja im Netto nicht filmen darf, weil dann immer drei Tage später jemand kommt und dich anmault, dass du gefilmt hast, obwohl am Tag des Films alle gesagt haben, dass das okay ist und dass was Persönliches ist, supporten wir kein Netto mehr. Wir schwören aber auf alles, der Herr Ziller ist der beste Verkäufer der Welt und hat uns dieses Bier empfohlen, das haben wir jetzt geholt, beziehungsweise der Hannes hat das geholt. Hannes, warum hast du dieses Bayreuther Hell geholt?
Da muss ich erst mal lesen, warum. Nee, nein, hell ist immer gut. Helles Bier mag ich. Und das ist wie einfach. Bei Eis. Ja, hell ist. Ja, hell geht immer. Ich finde es abends oder in der Nacht immer besser, statt hell, wenn es tagsüber ist. Da sind nämlich weniger Menschen unterwegs. So. Ich mach's wieder vor. Ansonsten. Jetzt wird explodiert. Hannes, du hast den Gummipropfen abgemacht. Du musst den Gummipropfen wieder drauf tun. Aber wenn jetzt gerade jemand rausgekommen wäre. Ich finde es etwas gruselig, dass die Tür offen steht und ich würde gerne weggehen hier, weil es kalt. Ah, Mann! Da muss ich meins noch selber machen. Willst du Flaschenöffner? Warte, ich bin der Fahrer und ich mache jetzt diesen hier an dieser. Rundkante ging das ab. Den hebe ich natürlich wieder auf, denn ich bin nicht nur der Fahrer, ich bin der Umweltaktivist. Im Rewe gibt es eine Toilette, ne? Ich muss nämlich Lulu. Im Rewe gibt es Toilette. Jenny, du hast das erste Mal am Friedhof gegangen. Da musste ich aber noch nicht. Nein, dann gehst du jetzt. Da dürfen nur behinderte Frauen. Hängt nämlich ein Schild dort. Achso, ja, probiert. Habt ihr den schon angestoßen und probiert und gesagt, wie es schmeckt? Oh Gott, nein. Warte mal, auf den Tommaso Ciampa. Ja, Thomas, 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 Thomas. So, dann probiert mal, ihr Lumpen. Und wie schmeckt's? Lecker. Ja, lecker. Ja, wie man's kennt, also. Wie man's kennt. Und wie schmeckt's? Normal. Es war gut. Es war gut. Gut. Es war gut, ja. Ich sag nichts mehr. So, Jenny sagt, das ist die schlimmste Ecke, weil ihr wisst ja alle, wie es weitergeht. Nach dem Netto kommt Lidl und direkt Rewe. Thomas sagt, das ist die beste Ecke, weil da muss er nicht viel laufen. Das sind die Gegensätze. Jenny läuft gerne, aber mag nicht so viel trinken. Thomas trinkt gerne, aber mag nicht so viel laufen. Da war der Netto und hier ist schon der Lidl, da ist schon der Rewe wieder. Das ist jetzt hier die Hardcore-Ecke. Aber nicht, wenn ich dran bin. Ja, der Fahrer bricht die Tradition. Denn wenn ich dran wäre, hätte ich Perlenbacher Strong genommen, aber der nimmt auch schon was im Bedo, oder? Meine Tradition breche ich nicht. Die kenne ich noch nicht. Doch, hast du schon, habe ich dir damals ein Bild geschickt, bei der, wo ich bei der Meile war. Und in meiner anderen, beim Genusslauf sieht man es auch. Wenn ihr auch schon mal einen Genusslauf gemacht habt, schreibt es mal in die Kommentare. Das ist so wie Biermeile nur halt. Ist es immer noch ein Genusslauf für dich? Ich lebe. Du lebst? Wie jeden Tag. Du bist froh, dass wir jetzt drei Läden auf einmal haben, wa? Das kriegen wir hin, warte, das kriegen wir hin. Jetzt versucht es nach. Reingelassen. Jetzt macht er den Hannes, guck dir das an. Oh, da ist wieder alles zusammen. Mit Beef, Beans and Bacon. Ja klar müssen wir zusammen, das ist eine Gruppe, die Gruppe muss zusammenbleiben. Das letzte Mal sind wir nicht zusammen rein, aber irgendwer muss dann den Band dann noch nehmen. Wer ist dann als nächstes? Ja. Der Ramon ist dran. Ramon ist schon dran. Der Thomas ist dran im Rewe. Und dann ist der Rewe. Du bist der Fahrer. So, ich bin fertig. Wir sind fertig. Der Fahrer kann jetzt rein, aber wir gehen mit. Da fehlt die Hälfte. Es ist Ding dran. Das ist so ein Schau. Der Thomas hat den ganzen Parkplatz eingewustet. Eingeschaut. Die beiden dann drauf. Guck mal, ihr seid vier und da sind nochmal vier Leute. Das heißt, wir sind insgesamt schon acht Menschen, das ist genial. Thomas ist dann wieder dran, weil er da ist. Ein wildes Durcheinander gefummelt. Du bist dran mit Pfand. Du bist im Rewe dann dran. Jetzt hier nicht dran. Hier kann ich die Flasche abgeben. Probier's doch wenigstens mal. Nicht gleich aufgeben, nicht klagen. Das kenne ich schon. Ich mach mich da nicht zu. Dann ist Ramon drüben und Thomas dann drüben. Dann bist du unten wieder am. Okay, das könnt ihr ja machen. Wenn wir sie vergessen. So, diesmal bin ich im Lidl dran. Alles nur wegen der Telekom. Telekom. Deswegen gehen wir zu Vodafone. Aber die sind auch scheiße. Und mir läuft's. So, die Jenna kriegt den zweiten Sitzpunkt heute. Jetzt stellt er sich wieder in die dreckige Sonne, damit er die Füße braun werden. Das ist auch scheiße. Warte, hatten sie aber nicht in der Da werden die Füße braun. Nee, warm hast du ja verboten. Warm. Limp Bizkit. Yeah. Und das, keep rolling. Yeah. Warte, ich roll gleich. Was mir aufgefallen ist, der Hannes hat ganz viel Weiß dran heute. Guckt mal hier an der Hose, an der Jacke. Du hast den Stein abgewetzt. Und dann hier unten noch da am Bein. Ganz viel Weiß dran am Hannes. Anzeige ist raus, er hat eine halbe.
So Bierbrauer! So entsteht also der Begriff Bierbauch, ne? Das ist dann Bier drin. Das sieht aber genial aus, weil die stehen ja alle hochkant und man sagt, es sieht überall die Hälse drin. Jetzt müssen wir sie ja alle umdrehen und Löcher reinmachen. Und Leute! Und Leute dran machen! Ja, ja. Das ist eine Bierkuh! Du musst das alles sehen, ihr steht um mich herum. Ja, der Burp hat gesprochen, deswegen müssen wir jetzt rein. Ja, aber da drin ist kein Klo. Ja, aber Bremen. Sonja Deville. Richtig. Das ist aber nicht der Sonja Deville Aufsteller, das ist Sally Deville, ne? Der Original Sally Deville Aufsteller von der WWE Production. Heute mit Himbeerstreuselkuchen. Ja, so lange keine Snacks für zwischendurch. Wo guckst du hin? Das sieht aus wie der guckt schon wieder auf die Sally, ich hab's doch gewusst. Das sieht aus wie weil ich nicht weiß, was ein Buchtel Softbun ist. Nehme ich mal eins mit. Das glänzt auf jeden Fall. Hannes, wir sind Männer, wir brauchen keine Tüten. Achso, okay. Legen Sie die Tüte zurück, da wird der Regenwald abgeholzt für Buchtelsoftbahn. Bierbauch. Bauch, Softbahn. Vor allem Softbahn. So traditionell, da der Rams ist ja eigentlich immer das Perlenbacher Strong hier mitgenommen. Und dann gibt's noch Porter. Aber weil der. Mit dem hier. Und dem habe ich es mal probiert. Dem hier Plex. Aber ich glaube, das hat mehr Prozent. Weil der Fahrer dran ist, ich muss das mal kurz da reinlegen. Hier gibt es nämlich so komische, der Zauberer von Oz. Dosen mit komischen Bildern drauf. Gibt's auch noch Porter und es gibt auch noch ein rotes, dachte ich. Team Brew. Steam Brew. Was ist denn jetzt schon wieder? Was schnauft denn hier deine Ecke? Nix, alles gut. Deine alles Nase gut. Krümelt. Ja, ich weiß. Da musst du mal so Niveau-Handcreme dran machen, dann glänzt die wie eine Speckschwarte, du. Ich muss mein Brötchen wieder mitnehmen. Also bis jetzt habe ich es immer geschafft. Der Schaffer. Achso, du hast ja auch noch was gesagt. Der Buchtel Saftbutton, ja, der muss auch noch hin. Das ist der Challenge, aber weil ich ja eh dran bin. Das ist der Hot Button. Du willst es so fertig. Weil bis zum Rewe schaffe ich es nicht mehr. Was? Ja, erzählen Sie ruhig weiter die Geschichte. Ich schaffe es nicht mehr bis zum Rewe. Der Fahrer. Der ist eigentlich nicht gleich da, aber. Wird zu der Pingler. Da vorne ist schon der Rewe, da gibt es auch Toiletten, ne? Aber der hat ja eh keine Schuhe an. Jetzt dreh dich nicht immer zu um, wenn du da rumschwängelst. Das ist sehr unattraktiv. Ja. Ich kann dir mal ins Bein bingeln. Oh. Was ich jetzt sehr erschreckend fand, ich dachte immer, die Tüten sind dafür da, dass die Kundschaft das hygienischer hat, wenn sie ihre Brötchen einpackt. Jetzt habe ich von der Kassiererin erfahren, die Tüten sind nur dazu da, damit die Kassierer nicht das eklige Zeug, wovor die sich selber ekeln, anfassen müssen beim Abkassieren. Weil das lag ja auf dem Bann und dann hat die zu uns gesagt, können Sie das bitte mal selber nehmen, sowas fasse ich nicht an. Mir sollen es essen als Kunden, aber die sagen, das fasse ich nicht an, den räudigen Schiss. Sehr vertrauenswürdig. Ja, da denke ich, was ist denn damit? Das ist doch nur ein Brötchen. Wie macht ihr das denn sonst so, als würde die sich vor dem... Wir essen das aber. Kurz nach 12 auf jeden Fall. 12.05 Uhr war es eben. 12.05 Uhr? Das könnte es auch 12.07 Uhr. Es ist kurz nach 12. So schlimm ist es doch gar nicht, oder? Wie viel haben wir jetzt? Also, das ist doch gar nicht. Da müsst ihr mal das wir Bier aufmachen, drin. Ungefähr so. Achtung. Nee, ich mach's nicht mit zwei Hand. Alles verpasst, gut. Schöne Schaumkrone auf dem Weißbier. So, dann Prost. Ach so, warte mal. Ich habe noch gar nicht erklärt, warum ich das überhaupt trinke. Dieses Bier hat der Brösel jetzt rausgesucht. Das trinkt daneben. Steam Brew, 5,6%. Wheat Pale Ale mit dem rostigen... Was, wet? Wet halt Weizen. Aber wet ist doch W-E-T. Und das heißt Wheat, guck. Ja, da steht auf jeden Fall noch... Let's oil the gears of life. Warum hast du dieses Bier rausgesucht? Weil es Weißbier ist. Ich mag Weißbier. Das ist in der Challenge nie dabei gewesen, außer in meiner. Bäh, voll gesifft.
wir haben es laut Stone Cold Steve Austin. Kann einer nicht überall. Nein, wir haben Steve Austin nachgemacht. Aber das ist bei meiner Meile mit Ronny auch passiert. Das gutes Bier. Weißbier auf jeden Fall vom Rost. Aber gab es nicht anderes Weißbier noch? Prost. Prost. Ich habe es ja, ja, ihr habt ja schon. Wann gab es Weißbier? Gab es da drin kein anderes Weißbier, sodass du so tust, als wäre das das einzigste Weißbier, was man kaufen kann. Dass es vielleicht noch Perlenbacher Weißbier gibt, aber das schmeckt bestimmt nicht. Das haben wir bestimmt noch nie probiert. Sieht schon gut aus mit dem goldenen Bibus. Könnte man vielleicht in der nächsten Challenge, wenn man die woanders mal macht. Achso, Fun Fact, am 28. eventuell möchte ich eine Challenge in Mining machen. Kommst du da mit? Was ist denn eine Challenge? Biermeile halt. Eine Biermeile, komme ich damit. Bist du da schon im Mining? Es geht immer näher an Tag X zu und er macht immer mehr Sachen darauf. Jetzt siehst du aus wie Meister August. So. Und wie schmeckt's dir? Natürlich schmeckt es super. Und wie schmeckt's dir? Immer nur One-Liner, gell? Mit Biscuit. So. Und wie schmeckt's dir? Es ist trinkbar. Hier ist gerade geöffnet. Hey, sonst hast du immer gesagt, ist er gut. Nein, aber ist nicht aber gut. Also das ist nicht so gut. Hannes sagt ab, wie schmeckt's dir? Schmeckt lecker, nur ich mag diese Gold-Legierung nicht. Das schmeckt das irgendwie. Hey, das Gold ist doch das Edelste an der ganzen Dose, das magst du nicht. Du brauchst richtiges Assi-Bier, ja? Richtig billig und rotzig. Genau. Sie sehen übrigens sehr gut aus in diesem Licht. Beim Hannes war es anders, der war einfach kohlrahmig. Schwarzer Kohl, Hannes. Und bei Ihnen ist die Lichtung. Das ist sehr professionell. Meins schmeckt mir auch. Ich habe so viel Gewicht an dem Bauch, ich muss mich abstützen. Damit ich nicht nach vorne falle. Du bist ein Gürtel. Es ging nicht so richtig. Thomas. Thomas. Los, jetzt ist gerade der Bus durchgegangen. Hey, wir müssen doch erstmal essen. Weil es wichtig ist zu essen, essen wir auch. Shania hat eine Apfeltasche und ich habe dieses. Bruchal Soft Bun, ich habe den Namen vergessen. Mal gucken, wie das schmeckt. Das hat 49 Cent gekostet. Wie viel? 49 Cent. Die Burgerbrötchen schmeckt das bestimmt, oder? Nee, schmeckt nach nichts. Aber wenig Apfel. Da haben wir die Lösung. Da haben wir noch diesen Schokohasen vom Hannes. Kannst du mal hier den Kopf abknicken nach hinten? Tu mal nur den Kopf so nach hinten abknicken, einfach knack. Oh, genau so muss das aussehen. Oh, Scheiße. Und jetzt können wir auch mal den Schokohasen probieren. Hasenmörder! Die Farbe ist Hasi! Schon ein Brötchen dazu. Jetzt musst du Schokolade reinstecken ins Brötchen. Weißt du, dann ist die Kamera ausgehen oder nicht. Wir sind drin, komm, wir gehen nicht rein. Ich weiß eins, ich glaube, ich schaff's heute echt noch zur Bank. Hallo, bin der Hase. Zu welcher Bank? Ja, schaffen wir das. Gut, grüß dann. Ja, weil der könnte wahrscheinlich schon bei mir machen. Ich weiß nicht, was er da macht, aber beim Hannes ist gerade die ganze Suppe runtergelaufen hier. Wir machen die Stone Cold Variante. Über die ganze Jacke, deswegen zieht er immer dieselbe Jacke an, die ist, die perlt nämlich die alles ab. Stone Cold. Ich würde das ja auch machen, aber dann bleibt nichts mehr in der Dose und ich möchte das ja trinken, ne? Das grenzt ja schon an Schieden, dass sie ihre Dosen hier über den Parkplatz verteilen, damit die weniger trinken müssen. Schüttet Wasser weg. Schüttet mein arme Wasser. Das ist privat. So, die Gruppe hat sich gerade kurz getrennt. Die Shania muss nämlich mal auf die Toilette. Ich muss auch auf die Toilette. Die hat sich jetzt versteckt. Da vorne ist ein Mann mit einem Auto. Warten jetzt, bis der wegfährt. Wir warten auf die Shania. Und da ist ein Hügel. Guck mal! Oh, richtig fester Hügel dran. Ja, und das war die ganze Geschichte, du. Ihr stinkt alle, wie immer. Der Rewe, der obere Rewe in Hildburghausen, der sagt euch immer noch, was abgeht. Besser wäre 24 Uhr. Ne? Warum nur bis 22 Uhr? 23 besser. Besser wäre 24 Uhr. Da liegt ein Ferdi Fuchs. Mini-Würstchen-Verpackung. Wer wird müde, Thomas? Wer wird müde? Alkohol macht mich müde. Das Ding ist, mein Kopf denkt immer noch klar und deutlich. Aber mein Körper wird
irgendwann durch Alkohol müde. Deswegen musst du ja auch Milch trinken, weil Milch macht müde Männer munter. So, dafür habe ich ein Energy mit. Ja, das ist scheiße. Das hilft 2 Minuten und dann fliegst du in die Ecke. Wie weit bist du? Das ist privat. Nein, das ist so fast voll. Hä, hey, wieso? Da ist noch Bier drin, genau. Ja, ich sag ja fast voll. Der Thomas ist immer so eine kleine Meckerziege. Habt ihr das schon mitbekommen? Der macht immer nur Mäh, Mäh, macht er den ganzen... Mäh. Der Fahrer. Mäh. Oh mein Gott. Ronny. Mäh. Und Jenna. Mäh. Jetzt haben wir sie aber alle drauf. So, warum? Du stellst dich jetzt näher ran. Das funktioniert ja nicht. Guck, das geht eh nur bis hier hin. So. Warte, Thomas will. Genau, es ist einfach aus. Wie beim Wrestling immer. Engelbert Strauß Productions. Wir waren gefühlt 1,5 Stunden im Kaufland. Wir waren da nur einkaufen. Habt ihr irgendwie Bierpower versucht zu machen? Also genau, Bierpower. Das kann sein, dass das der Grund war, warum bei dir der Kasten fast umgefallen ist. Gar nicht. Weil du am Kasten Bierpower machen wolltest. Also. Ja. Das kann nämlich sein. Auf die Idee würde ich nie kommen. Was hast du? Es hat bis heute nie aufgeklärt, was da passiert ist. Ich bin umgefallen, weil ich das Gleichgewicht verloren habe, weil ich so viel getrunken habe. Das ist die Erklärung. Anscheinend nicht gefilmt. Der hat auch was gefilmt, aber nicht da. Oh, oder da ist nicht im Video drin. Der hat die Kamera laufen lassen. Keine Ahnung. Der hat ja auch gleich mal hin. Es sind 3 Teile gefallen. Ja, ja, so, genau. Jetzt ist aber wieder vorbei hier, du. Wisst ihr, wer die Musik fühlt? Der Thomas fühlt die Musik, seht seine Augen, seht den zufriedenen Blick. Du musst auch die Augen wieder zumachen, wie eben. Denk mal, die Kamera ist gar nicht da. Hast du gehört, immer wenn ich schwanke? Immer wenn ich schwanke. Das ist Kusawa. Und er lässt sich treiben wie eine Wolke, fliegt er über Hildburghausen drüber, einfach Augen zu. So, die Jungs sind jetzt im oberen Rewe. Der obere Rewe ist sehr gut. Der obere Rewe hat 4 Auswahl, ganz viel Auswahl an Bier. Hier gibt es so viele Sorten. Und der Thomas ist als zweites dran. Komm, jetzt nehmen wir Mixerie. Der Ramses muss jetzt ein Bier aussuchen, das erste Mal in seinem Leben. Und der Thomas das zweite Bier, also. Das wird jetzt sehr Pretty Woman. Der Limp Bizkit Greenscreen Mann hat sich wohl jetzt für dieses Gambardbräu entschieden. Weil das hatten wir noch gar nicht. Pass auf, das kann ich jetzt auch nochmal erzählen. Hier steht nämlich, pass auf, hier steht eine T3. Jetzt erzählt er wieder die Geschichte seines Lebens. Ich erzähle wieder was. T3. Dann sollte normalerweise, müsste da T1 oder maximal T2 draufstehen. Ach, und du hast T3 genommen. Boah, was heißt T3? Die haben da verschiedene Braukessel, 6 Stück nämlich. Deswegen heißt es T so und so viel. Der macht immer. Die ersten, zweiten sind historisch alt, die sind aus Kupfer und dann haben sie irgendwelche aus Edelstahl. Wie kompliziert das ist. Halt die Klappe, ich will die dritte Tüte. Du bist der Edelstahlbraukessel, Kupfermann. Weil ich mich nicht entscheiden kann, sende ich Grüße an Natururin. Das Dresdner Bier. Und nehme einfach Tüski in der Flasche mit, ne, 5 Stück. Ich hätte das Büble Bier mit Gruß an Natururin genommen. Das sieht richtig gut aus. Aber Büble ist, bringe ich immer mit Flatti in Verbindung. Naturin war immer der Tüskje und Flatti war der Büble Boy. Ich dachte immer so, was ja, willst du denn? Dann wähl du doch Büble im Kaufland. So. Ich bin im Kaufland nicht dran. Hast du Bay? Genau. Thomas, das passt so nicht. Das sind deine, das sind meine. Wie sollen die das auseinanderhalten? Du musst das auch mal sortieren hier. Du machst das schon. Das ist Tüski. Du machst das schon. Das ist, ach Mann, ey. Deswegen war das bei dir. So, der muss so. Hä? Dann fertig. Wieso muss der so? Weil ich jetzt dran bin und deswegen bist du selber schuld, wenn du deine bei mir abgegeben hast. Ich bin der arme Mann. Und du bist Limp Bizkit. Und deswegen. Kennt ihr schon Forrest Gump? Plastikfreies Kaugummi in 4 verschiedenen mit Minze.
sind auch nicht nur gepflegt. Mit Kassisminze. Man kennt mit ja Beris. Oh Gott. Und mit Mango. Was zur Hölle? Nein, das hilft. Nein, wir nehmen kein Bonus. Oh aber es sind genau 5 Do. Wir nehmen aber oh. Bonusbier. Nein. Es sind genau 5. Genau 5. Ja, nehmen wir das Zettel. Nein! Nein! Ich habe einen Zettel. So, ich habe einen Zettel. 5. Das kostet ein Vermögen, lass den Quatsch. Es gibt keinen Bonus. Für das Geld hätten wir wirklich eine ganze Flasche bekommen. Bonusbier! Dieser Mann muss auf die Toilette. Wobei, vielleicht könnte ich mal groß. Du das musst nicht. Ja. Nein, ich habe dich gerade gefragt. Das Große behältst du jetzt für dich. Was? Hannes muss auch, aber der tut erst noch was rein. Wir haben Würstchen im Schlafrock. Zweimal. Oh, Hannes denkt mit, der muss aufs Klo. Und deswegen tut er sich jetzt noch die Wurst reinpressen, dass sie gleich wieder mit rauskommt. Nein. Mit der Narra nicht nochmal muss. Hannes, kennst du noch von München? Ja. Im Rewe-Sender, der eine Typ mit dem Namen wie eine Krankheit. Und jetzt, wenn sie was wollen, kommen sie her, denn Daniel macht's. Gut, das machen die doch mit Absicht, oder? Dass sie immer so lustige Namen haben. Wenn sie Probleme haben, kommen sie zu Daniel, denn Daniel macht's. So, weil der Ramses dran war, hat der Ramses jetzt das Tüski gewählt. Das Tüski. Und ich würde es ja gerne aufmachen, aber der Tisch ist so rund. Ich glaube, ich tue das kurz mal wieder die Kamera in den Penis und mache einfach mein Bier mit meiner Flasche auf. Jetzt ist das nämlich auf und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich gehe das auch mit einer Hand, ja? Wie hast du das jetzt gemacht? Hannes, das musst du mir jetzt zeigen, wo war das? Wo hast du das gemacht? Hannes, mach nochmal, du bist der Boss. Hannes, einfach am... Alter, Schweizer! Alter Münchner! Das hab ich von Ihnen gelernt! Aber die Tür ist doch auch rund! Der ist doch rund! Der Hannes kann es an Rundungen! Und wir brauchen immer Ecken und Kanten! Ich habe meins schon stehen. Also. Ich weiß nicht, wem das ist. Okay. Das ist jetzt dem Fahrer. Thomas, der Fahrer, ist das. Ja. Guck mal, Hannes, wie sich alle an dein Würstchen ranmachen. Ja, bitte, wir gehen durch. Können wir mal kurz anstoßen mit den 5 Biers. Prost. Prost, alle in die Mitte hängen. Auf eine geile Zeit mit euch. So, und dann gleich nochmal. Achso, warum hast du dich für dieses Bier entschieden? Weil das der Naturin immer bei sich getrunken hat. Weil es 13.02 ist. Und so schlimm ist es doch gar nicht, oder? Wie schmeckt's? Alter, das geht's doch gar nicht mehr. Gut, ein bisschen trocken, das wirst du im Schlaf brauchen. Du musst dann in die Wurst reinbeißen, nicht nur in die Seite. Ich hab einmal richtig reingebissen. Dazu kann ich eine Geschichte erzählen, aber heute nicht. Wie schmeckt's? Es ist gut. Aber nicht so gut wie das Helle, aber es ist gut. Wie schmeckt's? Die muss ich erst mal probieren. Eben, ich muss erst mal probieren. Schmeckt lecker. Schmeckt nach Naturin. So. Weil der Hannes gesagt hat, zum Aufdingsen hat er hier so einen Penis im Schlafrock besorgt. Genau. Ich da jetzt auch mal reinbeißen. In die Penisseite. Sehr lecker. Das hat was irgendwie. Ist ein bisschen trocken. Ja, aber vom Ketchup her. Du musst ja Bier dazu trinken. Nee, eigentlich machst du Ketchup rein. Dass du hier trocken ist und oben drauf Käse. Das ist richtig geil dann schmeckt. Ja, aber ich meine, der Ketchup, der das macht. Das war eine Rettungsaktion. Und ja, hätte alle ihn nachher aufgemacht. Ist das nicht so mit trocken? Samt Tüte. Ja, das natürlich, ist ja. Den Geschmack oben drauf. Wird Bomben. Ist geil. Bomben mit der Erde. Ich mag Ketchup straight. Hannes, wem willst du die Augen ausstechen? Irgendjemand. Wolfpack. Ja. Ja, der Brösel und der Gebrost sind schon abgehauen. Der Fred Durst läuft hinter uns. Ich laufe auch gerne. Bei mir läuft Jetzt gehen wir gleich auf die Verkehrsinsel. Da wollte der Thomas. Thomas ja mal grillen auf der Insel. Bei mir nicht mehr. Das müssen wir auch nur irgendwann mal machen. Ja, du hast nicht gedacht, wenn wir denken, also. Wenn ihr wisst, was das ist, dann wisst ihr Bescheid. Denn das ist die Verkehrsinsel. Da kommen Autos von oben und von hinten und von unten. Da kann man sehr gut grillen. Hier ist die Grillfläche, das hat die Stadt extra so gebaut, dass ihr da einen Rost hinstellt. Hier könnt ihr links eure Schlafsäcke hinlegen, Bier lagern. Hannes fliegt gleich weg. Hannes ist der Fallen Angel.
Damien Priest in Person. Und da ist hier das Zeug von der Bianca drin. Also irgendwann würde ich trotzdem gerne mal hier übernachten. Ich einfach mit dem Schlafsack hier in die Ecke legen und pennen. Und zwischendurch so Marshmallows oder so. Das wäre nice. Was wird das? Ich hab Bäuerchen gemacht. Tiski! Tiski, Bäuerchen. 29%. Da hängen der Meisenknödel. Und da hängt der Meisenknödel 2.0. Und da ist noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Und mehr sehe ich gerade nicht. Habt ihr auch einen Meisenknödel? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Traditionell, wie immer, braucht man natürlich auch das Schwimmbad und... Mein Guder. Kennst du, Thomas? Mein Guder. Mein Guder. Julian Eisenstein, live in person. Mein Guder. Blendet das doch mal hier ein, oder was? Corona ist auch am Start. Corona ist am Start. Kennt ihr den? Schreibt es mir in die Kommentare. Sag mal, der Fahrer gesagt hat, wir sollen auch noch mal das Viehzeug filmen. Versuchen wir jetzt, das Viehzeug zu filmen. So, das ist jetzt eigentlich ein bisschen enger dran, aber irgendwie kann man hier trotzdem, glaube ich, nicht zoomen, was sehr schade ist. Ich wüsste auf jeden Fall nicht, wie. Genießt kurz den Augenblick. Diese vier Brathähnchen auf der Wiese, das ist richtig genial. Ich glaube, denen geht's gut. Seht ihr alles verpasst? Seht ihr alles beim Fahrer im Video? Tragt mich nach Hause. Tragt mich zum Auto, ich fahre euch nach Hause. Das ist ein T-Shirt-Spruch, den müsst ihr euch da eingravieren. Mag sich mal jemand da hinsetzen? Super. Noch einer? Noch einer? So ist perfekt. Komm, wir gehen weiter. Der Brösel erklärt gerade, dass das der Fahrer ist und das ist das Tuchmacherhaus, wo jetzt gerade Mülltonnen drinstehen. Das sieht aber gut aus. Du gehst hier zum Türchen rein und kannst da deinen Müll hier reintun. Das ist so ein Käse. Da steht einfach noch eine Mauer. Weil da eine Mauer steht, haben sie jetzt natürlich hier den ganzen Bereich abgesperrt. Weil hier sind Parkplätze. Und wenn ihr hier auf diese drei Parkplätze steht, fällt das ganze Tuchmacherhaus auf euch drauf. Deswegen müssen sie das absperren. Ja, der Witz ist, dass die das irgendwie stabilisieren wollen. Der Fahrer. Endlich weg. Die Mauer muss fallen. Mami! Ja! Sag mal. Wollt ihr mich jetzt einsperren oder was? Hey, Thomas! Aus! Ui! Tommaso! Die Mauer muss fallen! Soll ich dir helfen? Damit du mich besser einsperren kannst. Pfui, so. Raus! So! Die Mauer muss fallen! Die Meile ist ab jetzt offiziell beendet. Ich gehe in mein Urbex-Haus rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bitte nachgegeben. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, der Fahrer immer noch mit dem Sister Egg, also mit dem Scherenakt Rucksack. Wo die zwei Nonnen sich aneinander... Was? Wo? Warum überhaupt? Was? Sister Act? Wie heißt die Whoopi Goldberg? Kennst du nicht den Film mit den Nonnen? Hallo? Kennst du Whoopi Goldberg? Ja. Sister Act. Yay! Yeah. Wie beim Fahrer, Rucksack. Das ist der Fahrer. Der schwarzen Negerin. Das gibt's auch weiße oder was? Also wenn diese Toilette jetzt auf ist... Oh, die Toilette ist auf. Dann würde ich jetzt vielleicht beschissen. Warte mal, kommen wir da rein? Ja, das heißt, ihr könnt alle da rein. Komm, alle, Thomas, geh noch mit rein. Hannes, komm, schnell mit rein. Jena, schnell mit rein. Komm, Jena, sei kein Spielverderber, geh mit rein. Genau, raus hier, ich muss pinkeln. Gönnt euch. Wir sehen uns später. Raus hier. Was da drin abgeht, seht ihr im Video von Der Fahrer. Ich begrüße alle und den, weil der andere noch so schlecht. Was wird der dann dazu sagen? Bist du schon draußen? Ich bin jetzt auf der Tür aufgemacht. Ich such dich gerade. Wir sind nämlich gerade hier auf der Diskriminierungstoilette und hier gibt es diesen Tyskier-Pappaufsteller. Den könnt ihr auf euer Bier stellen, damit da keine Fliegen reingehen. Steh hier. Das ist Luxus. Thomas hat keinen Hunger.
Aber Thomas braucht was zum Aufsaugen. Auch Musik. Darauf erstmal Bier trinken. So, wir sind jetzt am Pesedino in Pesedina. Das ist das Gambardbräu. Dieser Herr hat Hunger. Warum haben Sie das Gambardbräu ausgewählt? Weil dieses Gambardbräu noch nie dran war. Deswegen muss man auch mal Gambardbräu trinken. Ja, aber im Rewe gab es so viele Sorten, die noch nie dran waren. Ja, aber wir hatten das Gambardbräu noch nie. Deswegen ist jetzt Gambardbräu dran. Okay, dann könnt ihr euch jetzt gegenseitig aufmachen. Hannes und ich, wir hauen ab. Hannes will sein Gambardbräu am Dino aufmachen. Der rutscht ab, ich sehe es schon. Nee, das geht hier nicht. Das läuft. Das ist halt alles rund, Hannes. Okay. Ja, super. Und es ist immer noch zu. Hannes, und es ist immer noch zu. Hannes, nicht aufgeben, mach jetzt hier weiter, du. Die Flasche ist gleich leer, du. Und? Jawohl! Es ist leer. Das ist ein Hannesbräu, jetzt jo. Neu. Den hebe ich wieder auf. Ich komme gleich zu euch. Da seid ihr bestimmt schon fertig. Ich habe ja gelernt von der Fahrer, dass man sich einfach hier den Mülleimer sucht und diesen macht. Und dann ist das auf. Ohne Problems. Bruder Jakob. The Specialist in the Crowd. Da könnt ihr auch gleich die Deckel reinwerfen. Ach du Scheiße. Also wenn ich so eine gelbe Tonne habe, tue ich immer einen gelben Sack da reinwerfen. In den gelben Sack tue ich meinen ganzen Plastikmüll. Du den gelben Sack da rein. Ich habe noch nie erlebt, dass einer einfach Plastik so in die gelbe Tonne wirft. Da muss ich mir jetzt gar keine Sorgen machen, dass ich da einfach nur die Deckel reingeworfen habe. Habt ihr jetzt schon auf? Wenn du wissen willst, wie es mir schmeckt. Prost. Das war aber nicht gut. Prost. Prost. Der große Rüber kam warum ja schon, als er sich verpisst hat. So, wie schmeckt's? Das ist ja auch der Pisse-Dino. Wow. Da muss man nicht verpissen. Wow. Die schmeckt nach Pisse. Achso. Deswegen steht ja Pisse drauf. Da steht Pilz drauf, also pilzig. Die schmeckt. Voll pilzig. Schmeckt auch gut, muss ich sagen. Na, pilzig. Wie schmeckt's? Ja, mir schmeckt's ganz gut. Erstmal pusten. Na, bitte. Gambardbräu-Pilz am Pisedino. Ich glaube, das haben wir echt noch nie getrunken. Deswegen habe ich es ja ausgewählt, weil es noch nie genommen wurde. Jetzt weiß ich auch, wieso wir es noch nie getrunken haben. So, wir stehen jetzt an der Marktbäckerei Anschütz, Inhaber M&M und UG. Also M&Ms sind auch am Start. Die Jungs... Wir gehen aber dann noch essen später. Die, und die Jungs stehen alle hier am Marktbrunnen. Der ist jetzt österlich zurecht geschmückt. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen in einem Pokémon-Vlog. Ansonsten zeigen wir euch das nochmal. Da ist jetzt hier die Statue, das ist hier so ein... Gebimbel dran, da sind zwei Häschen. Hier alles. Da sind, wo sind eigentlich Eier? Die Eier sind da drin. Ganz viele Eier und Hasen, die richtig brutal schauen. Reinschauen. Das sieht doch sehr gut aus. Da muss ich gleich nochmal zurück zu den Jungs. Nehmen einfach das hier. Und dann verlaufe ich dem Fahrer hinterher, weil der Fahrer gerade abhaut. Folgt den jetzt einfach, ist mir doch egal, wo auch immer der hingeht. Ich wohne hier und mir kriegt das nicht mit. Die haben diese Commerzbank hingestellt, also halt eingerichtet und dann wurde sie geschlossen direkt. Und jetzt ist es komplett leer. Alla. Deswegen genieße es, solange es noch da ist. Prost, wie schmeckt es dir? Ich bin zum Glück bei einer Bank, wo ich Geld holen kann, wo ich will. Es schmeckt halt, ja, Gambart halt. Schmeckt eigentlich immer ganz gut. Ich muss mal kurz was zeigen während der Meile. Ich habe letztens Klamotten hier abgegeben, mein Jackie Chan T-Shirt. Und jetzt hängen das hier im Thalisa-Lädchen rum. Guckt euch das an. Jackie Chan, Rumble in the Bronx. Mein T-Shirt, das habe ich letztens hier abgegeben. Jetzt hängt das hier, dass ihr das kaufen könnt. So, wir waren kurz im Thalisa-Lädchen, ne, wo ich meine Sachen hingeschafft habe. Wo der Ronny ist, der originale Ronny. Wo der original Ronny ist. Nicht der Ronny, sondern der originale Ronny. Und dann kommt die Frau rein und da hat die Frau gesagt, was sind das für Assis da draußen? Die habe ich gleich weggeschickt. Ja. Habe ich gesagt, das sind doch unsere Assis. Was? Die haben dann das Bier mitgenommen da. Was? Wir standen da und also, haben geredet, mehr nicht. Ja, asozial also, haben wir geredet. Also, was nein, das denn? Haben wir ja nicht mal. Und wir rennen drin rum. Ey,
Nee, wir haben uns nur unterhalten und mehr nicht. Also, ja, das wollt ihr so gefährlich aussehen, ne? Nur weil wir Alkohol getrunken haben und nicht mehr so uns so 100% so artikulieren können, heißt das nicht, dass wir assi sind. Dass der Artikulier. Wir können immer noch klar denken, dass der klar reden. Schatz, ne? Gesagt hat und dann nein, Ali Schatz. Ja, wir müssen. Der Fahrer, der geht jetzt da runter. So. Aber ich merke jetzt, was sie meint. Dass die können sich gar nicht mehr artikulieren. Und deswegen, Adi, Schatz! Du kannst zwar sagen, aber der Ton ist zwar an, aber es wird nicht aufgezeichnet. Deswegen laufen wir jetzt da lang und ziehen weiter, weil wir müssen dieses Gambart-Bräu jetzt bis zum Kaufland führen. Und dann ist dran der. Die Shenaya und der Hannes, glaube ich. Wer ist denn im Kaufland dran? Shenaya und Hannes? Ja. Shenaya und Hannes, gut. Ja. Biscuit! Hey, hey! Wir tun mal kurz hier an den Pfandautomaten ran. Ich dachte, du nimmst Kontoauszüge mit. Ja. Wir haben jetzt den Original Ronny getroffen im Laden. Du bist der Fake Ronny, gib's zu. Original Ronny in the house. Das Naschluschen, wie immer noch Pombeeren. Mhm. Pombeeren. Kriege ich auch noch eins. Aber nur eins. Ich kann doch noch mehr geben. Ich habe noch einen Bart. So, der Bartbus ab. Das ist der zweite Osterbrunnen, den wir hier vorfinden bei der Meile. Das Lustige ist, das letzte Mal haben wir ja Bier aufgemacht Richtung Kaufland, aber hier war das Bier schon wieder leer. Das war ein bisschen zu viel. Und hier habe ich mit dem Hannes schon Bier-Tastings drin gemacht in diesem Brunnen. Hier haben wir schon ein Musikvideo gedreht mit Iswo. Hier haben wir es im Sommer immer gechillt, wenn der Brunnen voll war, einfach reingelegt, hinten angelehnt. Du hast Sitzflächen, wo du deinen Arsch drauf packst, die Füße ausstreckst in die Mitte. Das ist ein richtig cooler Swimmingpool für den Sommer. Der Fahrer. War da wahrscheinlich noch nicht drin, oder? Nee, warum auch? Ich habe ja keinen. Weil das voll easy und chillig ist, Mann. Da sitzen die drei Hühner auf der Stange. Zeig zurück. Voll geil. Ja, der Krankenwagen denkt sich seinen Rest, ne? Der denkt, ach, die sehen wir nachher nochmal wieder, ne? Das ist übrigens die gefährlichste Mauer der Welt in Hildburghausen. Warum? Weil hier überall so Glassplitter drauf sind, dass wenn ihr da hochgeht, ihr einfach aufgeschlitzt werdet. Hallo. Keine Ahnung warum, vielleicht um Tiere abzuhalten, Einbrecher fernzuhalten. Ich weiß es nicht genau. Eher. Was? Einbrecher. Ich weiß auch nicht. Wenn die eine Leiter haben, dann haben sie es ausgetrickst. Dann klettern die einfach drüber. Das ist für die Einbrecher, haben wir aus sicherer Quelle erfahren. Ja, das glaube ich nicht, weil hier gar nichts mehr ist. Ja, hier ist vorbei. Hier dürfen die rein. Aber hier nicht. Der längste Weg ist immer der zum Kaufland. Aber. Ja gut, die haben noch gute Laune. Das passt noch. I fly with you. I fly with you. Beim Thomas dreht sich immer der Kopf. Das ist ein Wandbild, das wird hier gemalt. So. Guck mal, jetzt sieht es aus wie mein Schatten. Der Fahrer. Ich mach das jetzt auch. Der Fahrer immer noch ohne Füße. Der malt schon wieder Wandbilder. Das ist nicht vom Fahrer. Doch, das ist vom Fahrer. Das ist große Kunst. Das ist Panoramabild in verschiedenen Abteile eingeteilt. Also guckt euch das an. Dieses Gambartbräu. Und eigentlich ist jetzt immer noch dran die Shenaya und der Hannes. Wir gehen jetzt ins Kaufland. Naja, bin ich dran, stimmt. Nein. Ja, aber wir hätten ja jetzt mindestens eigentlich. Wir haben zwei Runden. 11 oder 12. Jetzt hat er schon wieder einen Zettel geholt. Ja. Mann, ist das brutal. Da habe ich bestimmt auch noch welche, oder? Soll ich mal gucken? Das Pfand abgeben wird zum Dilemma. Doch, mehr haben wir nicht. Ja, warte mal. Hier ist bestimmt noch was. Hier also ist noch was, nimm mal das raus Runde, hier. Eine Runde Bier habe ich. Hast du schon wieder einen Zettel geholt oder was? Also mehr. Da ist noch eine drin. Da ist noch eine drin.
Ja, es müssten mindestens 10 Flaschen sein, aber durch die zwei extra müssen es 12 sein. Ja. Ihr macht hier einfach alles querbeet. Ich habe 6 Flaschen. Eigentlich habe ich 2 dazu beigetragen. Jenny hat auch 6. Jennifer hat 6. Das ist, er gibt seine Flaschen ab und sagt dann fertig. Und dann fliegt er hier rum in Fred. Das eigentlich ist doch das, ist doch Fred Durst. Ah, hier! Yeah. Limp Bizkit! Yay! Yeah. Genau. Mehr müssen wir gar nicht mehr sorgen, weil das ist Limp Bizkit. Den Rest musst du jetzt so laufen, weil das ist immer noch Fred Durst. Wenn der Fred Durst hat, dann wisst ihr Bescheid. So. Wir sind jetzt im Kaufland angekommen. Ach du Scheiße. Da komm. Ja, komm doch her. Raus, trau dich. Komm her, warte. Guck mal. Ach, das ist der Fahrer. Das ist der Thomas. Der Thomas macht Geräusche mit seinem After. Das ist der Fahrer. Das ist der Hannes. Das ist die Schenauer. Und der Hannes macht jetzt den Frog Splash. Genau. Was, ein Cover oder was? Eins, zwei, drei! WrestleMania! Das ist der Hannes. Das bin ich. Das ist Shania. Und das ist nochmal der Hannes. Das bin ich. Und das ist der Fred Durst. Fred hat Durst. Ach, oh, scheiße. Aber gleich ist die Mütze. Fred hat Durst und das ist Jenna. Und das ist der Fahrer. Ich bin der Fred Durst, Mann. Oder der Schreiber. Hä, was, ist los? Der Streber. Wir müssen weiter. Ach, es läuft schon los. Die Kamera ist gerade runtergefallen. Ich hoffe, dass sie sturzfest ist. Stoßfest, die ist, Mann. Die ist knall getan. Die ist auf jeden Fall jetzt krumm und schief, ne? Wie ja. Ein Thomas seine Beine. Was soll ich gerade rücken? Warte. Zack. Das ist nach hinten geruckt, du musst so machen. Ja, aber es war aber auch nach vorne gewollt. Thomas! Ja. Seht ihr die Thomasen? Warte, wir müssen Bier abnehmen. Das ist die Rolltreppe, wo der Bierschanger letztens hingestürzt ist. Diesmal gibt es nur der Fahrer mit Süßen. Du kannst dich ja mal hinfallen lassen. Nee. Nee, sagt er, nee. Das ist jetzt das Shenaya-Bier, das Budweiser. Budweiser Budvar, Original Checklager. Wenn ich sehe, wie fertig wir damals waren, heute ist einfach noch gar nichts. Ja! Es kann natürlich sein, dass jetzt. Weil der Bierschanker nicht dabei ist, der hat uns fertig gemacht. Das ist Ronny auf dem Weg zur Toilette, wa? Jetzt machen wir erstmal hier, das ist das Ding für die Shenaya. Jetzt geh kacken, Mann! Geh kacken! Naja, geh mal da rein. Thomas, musst du auch? Nee, ich muss nicht. Dann geh ich jetzt aber mal hier rein. Ich kann Bier auch nehmen. Nee, nicht, ja, dass du mit halt Bier auf Klo bist. Nicht, dass ich's auskipp, genau. Auf, du sagst das. Ja, hör auf! Hör auf! Das ist I love you more, weil I love you ist mit Ei und I love you more ist mit Schinken und Ei. Hier Power aufmachen. Dein Bier auch auf? Ja? Wo denn? Da dein Bier auch aufmachen. Ich halt fest, du machst auf. Halt fest. Thomas! Auf! Zwischen die Beine! Volltreffer! Los! Alles, komm, lass auf. Keiner da. Deswegen habe ich mein I love you more. Thomas ist high. Ich bin frei und nicht high. Jetzt kommt gleich der aggressive Weg, wo ich in der letzten Meile meine Mütze verloren habe. Diese Mütze, die ich aufhab. Mit den anderen bin ich immer erst da runter. Wir haben da gechillt.
Aber irgendwann muss man eh diesen Weg hier lang gehen, runter zum Güllefass. Jetzt ist natürlich die Frage, Jungs, können wir hier mal kurz prosten? Das haben wir noch nicht auf Video. Einfach mal alle Prost zusammen mit der dreckigen Flasche. Prost. Und Jenna, Frage an dich, warum hast du dieses Bier gewählt? Budweiser ist einfach geil, vor allem das Tschechische. Schau, das Tschechische. Deadpool. Und wie schmeckt es dir jetzt? Sehr lecker. Sehr geil, genau. Sehr geil. Wie schmeckt es dir, Hannes? Super. 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 Wie schmeckt es dem Fahrer? Budweiser schmeckt eigentlich ganz gut. Ich freue mich schon drauf, dass ich morgen dahin fahre. Ja, du fährst nach Budweishausen? Ja, ich kann sonst wieder bei Budweis vorbeifahren. Ich frage ja gar nicht. Wie schmeckt's dir, Tommaso Ciampa? Meins schmeckt mir auch. Budweiser. Bei der letzten Meile, die wir begangen haben, sind wir hier lang gelaufen. Da war hier alles voll Schnee und Eis. Und dann sind wir hier hingestürzt. Der Hannes ist ausgerutscht und ist hingefallen. Ich bin auch hingefallen. Wir sind alle hingefallen. Und da drin in dem Matschhaufen lag plötzlich meine Mütze. Und die habe ich eine Woche später wiedergefunden. Du bist aber viel, viel weiter unten hingefallen. Aber meine Mütze lag da oben in dem Haufen. Ich bin einfach mehrmals hingefallen. Einigen wir uns darauf. Das kann sein. Wir halten fest, Thomas lallt. Weil Thomas hat Loch in Flasche. Ich hab extra Loch, ist extra leer. Weil Thomas ist einer, der sagt, ich will nicht laufen, ich will nur trinken. Deswegen trinkt er so schnell, dass er das Laufen nicht mehr mitkriegt. Ich nehme jetzt die Abkürzung. Alles, geprost. Was machst du da mit dem Hannes? Ich mach mit Hannes geprost. Willst du auch geprost machen mit Hannes? Guck mal, war nicht eben noch so wenig in deiner Flasche, jetzt ist schon wieder mehr drin. Geprost. Was macht Hannes da gegen den Elektrozaun? Das ist Hannes. Ja. Und dass nur bei Hannes in Flammen steht. Genau. Ist der jetzt wieder weich und flauschig? Ne, fast so ran. Aber vorher waren wir ja fast drin. Bierpower! Warte, warte. Naturin hat Bierpower. Wir haben Bierbauchpower. Los! Bierbauchpower! Ich hätte mal Bierbäuche gesagt, das ist kürzer. Hey, die laufen einfach über die Wiese, das haben wir ja noch nie gemacht. Alles Bierbauchpower. Was ist denn meins? Das hier. Das hier. Hannes läuft aus. Ja. Ja, dann laufen wir jetzt auch über die Wiese, da freut sich der Thomas und Ciampa. Komm, Hannes! Thomas O. Ich fang mich auf. Und mit Ciampa drin. Beide leben noch. Sehr gut. Wartet doch mal auf uns, Mann! Kommt doch auch jetzt hier, Junge! So, man muss mal eine Ansage machen. Hannes will jetzt Bierpower machen. Ich mach Bierpower? Das ist viel zu groß, das kann man nicht anfassen. Das geht schon! Im Liegen! Bierpower im Liegen! Bierpower! Ich muss dir was sagen, das sieht eher aus wie Meerjungfrau. Die Beine sind gestreckt. Ariel, die Meerjungfrau. Genau. Johannes. So, Achtung, ich mache Bierbauchpower. Ja, was ist Bauchpumpe? Bierbauchpower. Ich dachte, sind die Brennnessel da. Ich dachte, wer kennt sie nicht, die Bierbauchpower? Ich dachte, du boxst jetzt den Master. Nein. Da bin ich raus. Der gute. So, hier hat die Shania jetzt ihren Schlüpfer draufgehangen, weil sie gesagt hat, es geht nicht mehr. Es reibt so sehr, der Schlüpfer muss weg. Und ansonsten ist da vorne der Rest. Wir liegen ziemlich gut in der Zeit. Es ist mitten am Tag, die Sonne brennt. Mit einer Tourin und Bierschanga war es jetzt um die Uhrzeit schon dunkel. Wisst ihr noch, als wir beim Rastplatz waren, es war mitten in der Nacht. Mein Schlüpper. So, ein Bonusgetränk. Soll ich ein Bonusgetränk holen von der Zügemiete? Das hatten wir noch nie. Willst du jetzt ausrasten? Dann mach halt mal. Und wir waren viel fertig. Der Brösel sagt, weil es die letzte Meile ist, müssen wir erstmal in die Zügemiete rein, weil da waren wir ja noch nie. Denn da ist der Rastplatz, gegenüber ist die Zügemiete. Das könnte man als Station hinzufügen, wenn es da Bier gibt. Wir wissen nicht, ob es da Bier gibt, deswegen gehen wir mal rein, gucken, ob es da Bier gibt. Prost. Ich will doch gucken, was es da gibt. Durch das viele kurze Warschgewusel von dem Typ da drüben muss ich erstmal eine Rückwärtsrolle machen. Und so ungefähr so. Ey!
ey. Die sah bestimmt voll gut aus. Oder auch nicht. Auf jeden Fall genießt die Natur, solange es sie noch gibt. Sis is a Naturin and sis is a Bierschanga. Look at this. Ich habe eigentlich nicht auf die 5 gedrückt. Das ist der Fahrer. Das ist die tödlichste Stelle von der Meile, weil das ist ein Rastplatz. Da seht ihr schon den Bierbau vom Fahrer und vom Thomas und vom Tommaso Ciampa. Jetzt wird's ernst, da kommen die Mütze auf. Das ist wie wenn du eine Maschine startest. Du bist jetzt die Maschine. Die haben auf jeden Fall ihre Budweiser aus dem Kaufland leer. Und ab dieser Höhe machen wir eigentlich das nächste auf Richtung Netto. Der Fahrer möchte aber dort in dieser Sügemi. Du auch. Auch noch mal ein Bier holen, ein Bonusbier, weil es die Jubiläumsendmeile ist. Deswegen fürchtet euch nicht, das ist Coronis Extra. Das ist nur 0,33. Das machen wir jetzt hier. Wir trinken das jetzt zu fünft an dem Tisch. Guck. Ungefähr so. Das ist auch schön abgehoben. Das sieht auch gut aus, aber das war ein Kronkorken, der gelandet ist. Abgespritzt! Thomas! Der Rucksack! Abgespritzt! Jetzt kommt er mit seinem Flaschenöffner. Mr. Percy. Das ist alles schön aufgehört. Richtig fett. Jenny spritzt gerne ab. Aber immerhin habe ich es. Jetzt sammeln die natürlich wieder auf. Tun die weg. Jetzt ist die Frage, Hannes, warum hast du dieses Bier gewählt? Weil es einfach geil ist und wir alle Corona haben mittlerweile. Es schmeckt dir sehr gut. Ja, so. Es schmeckt gut. Dann sind wir mal gespannt, weil eigentlich hieß es ohne Bonusbier, aber der Fahrer möchte mal in die Sügemi, dass man das vielleicht als feste Station einbaut. Jetzt, wo die Meile eh zu Ende ist. Prost, alle die Bitte! Thomas hat schon leer. Ja, dann trinkt halt mal und sag gleich mal, wie es schmeckt. Aber Moment. Mein Rucksack geht auch. Mein Kommentar habe ich gerade abgegeben. Sehr gut. Warte. Corona ist ein gutes Bier. Und wie schmeckt's? Das schmeckt wie Corona, schmeckt sehr gut. Ich bin so. Wie schmeckt's? Corona ist gutes Bier. Wie schmeckt's? Ich bin froh drum, stolz drauf gewesen, dass ich es nicht normal geöffnet habe, sondern mit dem Tisch. Wie schmeckt's? Nochmal. Ja. Wundert mich, dass alle sagen, das schmeckt sehr gut, aber keiner wählt's aus. Da muss erst der Hannes kommen, ne? Gross. Auf Ventario, auf so, deine vielleicht, auf falls deine jemand gefragt hat, was ich das letzte Mal gemacht habe. Das wollte ich machen, aber es geht halt mit den Flaschen. Das Schlag an die Ohren vom Adi. Ach, schon wieder. Ich geb's einfach auf. Wir trinken auf Rey Mysterio, auf seine Hall of Fame Aufnahme. Muss jetzt nicht trinken. Der Fahrer. Bringst du Kartoffeln mit? Eine ganz dicke Kartoffel. Die dickste, kannst du rein, reingehen, kannst du aussuchen. Die dickste Kartoffel, die du findest, musst du mitnehmen. Nein, das ist ja. Also im April wollte ich mal Pierre und Marc und so weiter. Vielleicht sehen wir uns dann in Neuss. Im April! In Neuss! Yeah! Lip Biscuit! Ja! Ungefähr. Aber Pierre wollte doch zum Hannes nach München. Nee, ja. Also Hannes, April, wenn du das hörst, guck mal. Im April will er erstmal nach Neuss. Aber ihr seid doch alle mit Lennart. Macht doch mal alle was zusammen. Aber ich habe ihn Glückshunderter geschenkt. Reicht das nicht? Ja, aus dem also wenn ganz einfach scheiß auf Lennart. Lennart labert zu viel. Der muss ab und zu einfach mal seine Fresse halten. Ich glaube, du laberst auch gerade zu viel. Du willst doch Bonusbier, oder? Nein! Aber der. Der Fleck von Ziegelbe mit Lennart war gut. Bonusbier gibt es erst ganz am Ende. Nicht vorher. Bonusbier! Erst am Ende! Du kannst halt eins mitnehmen. Wir sind bei Nummer 8. Wir kaufen eine Flasche. Nummer 8! Nummer 8 vernichtet! Das ist wirklich nach danach. Was willst du wissen? Bei welchem Bier sind wir? Weiß ich doch nicht. So, jetzt hast du. Wir sind bei Coronas. Hannes, welches Bier ist? Ach, ach,
Aber ihr seht, Bonusbier muss sein. Nein, Bonus bei kommt erst am Ende. Bonus ganz am Ende nach Panorama. Dann bring doch das Bonusbier und sag, wenn du in Panorama ankommst, geschafft. Nein! Und dann kannst du das Panorama-Bier als Bonusbier ansehen. Ich muss Panorama-Bier als letztes trinken. Danach kommt Bonusbier. Ne Biscuit! Da war der Graben ja nicht mehr so da. Das Problem ist einfach. Nee, der Graben war weg. Der Graben ist doch immer da. Da wo er ist. Also, wo du langläufst, ist ja was anderes. Aber der Graben ist immer da, wo der Graben ist. Das Problem ist einfach nur das scheiß Laufen. Bonusbier! Dann merkst du das Laufen nicht mehr so. Bonusbier ganz gern, ganz am Ende. Nicht vorher. Erst ganz am Ende soll mit oder was? Das Bonusbier muss erst ganz am Ende kommen nach Panorama, sonst ist es kein Bonusbier. Nimmst du das dann mit? Weil Bonus ist erst ganz am Ende. Nein, ich trink das Bonusbier nach Panorama auf dem Weg nach dann Hause. Dann müssen wir das jetzt mit bis zur Sügemi nehmen und von der Sügemi schnell zum Norma laufen. Aber ich bin doch schon fertig. Was gibt's denn bei der Sügemi? Weiß ich nicht, Schwarzbarer. Ich kann nicht, aber ich bin doch schon fertig. Schmeckt das nicht lecker? Rösel! Fahrer! Erzähl das Ding. Der Fahrer? Der Thomas ist dabei, aber... Bei was? Das Bonusbier vom, von der Sügemi, das darf erst nach dem Panorama getrunken werden. Wir können jetzt darüber eins holen und mitnehmen, was wir dann aber erst nach dem Paranoia trinken. Fahrer, du weißt... Wir sind ja eh gleich beim Netto. Also, dann lass uns das bis zum Netto trinken. Du weißt... Und stell jetzt zum Sügemi laufen. Gibt's immer erst ganz am Ende, wenn du das Original geschafft hast. Deswegen gibt's Bonusbier erst nach Panorama, auch wenn wir dann fünf mit Eimer trinken, mir scheißegal. Okay. Hauptsache, wir müssen da nicht mehr laufen, weil Laufen ist scheiße. Der Greenscreen hat gesprochen. Der Fahrer. Wie ein Esel. Jetzt hast du ja dein Ziel erreicht. Jetzt holen wir Bonusbier. Was man nicht sieht, bis wir das rausholen, wenn wir fertig sind. Wir haben es endlich geschafft, diese Sügemi in diese Biermeile mit einzubinden. Da freue ich mich sehr stark. Es gibt nämlich mein Lieblingsbier, Schwarzbach. Aber es gibt gar nicht so viel Auswahl. Ja, deswegen wollte ich das nicht. Sonst hätte man ja auch Lutz in die Meile einbinden können, aber da hat immer nur zwei Sorten. Und da hast du jetzt was? Vier oder was? Nee, aber wir haben einen Lutz. Der Lutz ist ja in der Meile mit drin, weil da gibt es ja Döner. Der ist nicht in der Meile. Wir essen einfach vorher kurz Lutz, bevor wir zur Meile gehen. Der ist nicht in der Meile. This is a Thomas. And this is a Buckshot. Look at this. So. Was ist denn mit dir? Ja, komm halt mal mit, oder was? Ah! Okay, die geht ja mal raus. Okay, warte. Warte, jetzt kriegst du auf die Brust. Okay. Du hast noch was. Brust viel besser wie Bauch. Gut. Willst du noch ein? Nee. Willst du noch ein? Komm noch ein. Okay. Achtung, Hannes, pass auf. Ja. Ach so. Meine Hand tut weh. So, das passiert. Wenn du den Ramses, dann tu dir die Hand weh. Dann hör mal bitte auf damit. Auch jetzt der Hannes. Komm, Hannes! Warte mal. Komm, Hannes! Stell dich mal weit darüber, dass ich hier mal bitte ausholen kann. Scheiße. Bonusbier! Le Biscuit! Ja! So, das ist jetzt neu. Normalerweise laufen wir jetzt von dem Rastplatz vor zum Netto. Da geht's weiter. Aber der Brösel, der Fahrer, hat gesagt, in der Sügemi gibt's ja auch Bier. Und weil die mitten auf dem Weg liegt, wollen wir jetzt mal ganz kurz hier schauen bei der Sügemi. Die haben nämlich auch so, das ist die Ostermeile mit Eiern dran. Wir wollen jetzt mal reinschauen, was es da für Biersorten gibt. Brösel will Bonusbier mitnehmen und dann ist die Reihenfolge total verworren. Aber das seht ihr erst ab Netto, warum die verworren ist. Das sind genug Bier. Das sind mehr als... Guck mal, in der Sügemi habt ihr direkt, das machen wir. Wenn du reinkommst,
Also der hat meisten Kraft. Thüringer Radler von Schwarzbacher mit 5% Rabatt oder eben auch halt dieses Pilz. Das nehmen wir jetzt. Es ist doch eh nur Bonusbier. Oder möchte jemand irgendwas haben? Weil es Bonusbier ist. Du möchtest hier mal gucken, was es noch gibt. Wir können auch das kaufen, aber ich weil es Bonusbier ist, kann man ruhig kleine Flaschen mitnehmen. Ja, aber hast du nicht trotzdem Schwarzbacher gesagt? Gibt's das etwa in großen oder was? Gibt's auch, gehen wir da hin. Du wolltest eigentlich große. Da hinten, wo meine Mutter ist. Ja, die filme ich jetzt. Bonusbier gibt's erst ganz am Ende, nicht vorher. Das ist ja nur zum Mitnehmen, Thomas. Okay. Das ist zum Mitnehmen. Wenn Bonusbier nur ein kleines ist statt ein großes, ist das doch viel weniger Bonus als gedacht. Aber solange ich das jetzt Problem nicht schaffen muss. Es geht darum, um Sachen, die halt aus der Region, das, die kommt aus der Region. Schwarzbach ist ein 50 jetzt Kilometer. Hast du jetzt ist es teurer geworden. Toll. Kann man das ist jetzt geh runter. Nee, warte. Gib das Ding jetzt her, Junge. Ich hab jetzt mein Bier. Das ist Schwarzbacher Pilz und das ist auch Schwarzbacher Pilz. Aber das ist 0,5. Das ist 0,33. Wir haben aber gesehen. Also ist das Bier aus der Region. Oder? Hier gibt es auch noch. Ja, das ist Bier aus der Region. Das muss man Thüringer Kellerbier von Schwarzbacher. Ist das auch neu. Das ist gut. Dann ist das das Bonusbier. Und ihr habt hier drüben. Ihr habt sogar noch. Schwarzbacher Winterbier. Was ist das? Das normale Schwarzbacher Pilz. Was er hat mit 5%. Für welches er sich jetzt entscheidet, das seht ihr dann am Ende, wenn wir das Bonusbier trinken. Hast du gehört? Möchte noch jemand anderes? Sie ist noch nicht reif genug zum Flutschen, aber wir kriegen das heute noch. Möchte noch jemand. Lacht immer wie so ein. Möchte noch jemand ein anderes Bonusbier? Aber was ich merke schon, auch du musst merken. 5 aussuchen für uns. Wir können doch nicht querbeet. Das geht aber erst ganz am Ende. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, nicht schon wieder, aber wenn nicht. Bratherring? Rollmops? Was will ich denn mit Bressering? Walzdorf ist auch gut. Oder Sellackschnitzel. Hannes fragt, ob ich Bressering mitnehmen will. Das passt ja gar nicht zu meinem. Frühstücksfleisch ist viel besser, aber es ist auch viel teurer, deswegen lieber nicht. Noch jemand ein anderes Bonusbier? Wollen wir das Winterbier als Bonusbier noch mitnehmen? Du! Da muss aber das jemand. So, jetzt verstehe ich die Frage, ob zu deinem Bonusbier man noch ein Bonusbier mitnimmt. Wir brauchen ja bis zum letzten Mal. Ich dachte, du fragst, ob jemand ein anderes möchte, damit wir 4 noch die dazu nehmen und der andere das andere. Aber wir müssen erst mal zum Netto kommen. Du wolltest noch die dickste Kartoffel hier. Da möchte ich beides mitnehmen. Ja eben, es klang gerade wie, möchte jemand ein anderes? Noch, sonst dazu. Ich würde 5 nehmen, aber wenn jemand anderes will, nehme ich 4 und das von dem anderen noch. Aber er will ja 5 und will, dass ein anderer nochmal 5 mitnehmen. Wir machen das jetzt so, wir nehmen 4 Seile und ich nehme das Winterbier. Der Hannes nimmt das Winterbier, genau. Als Zusatz. Und dann der Brösel nimmt die kleinen Fünfer mit 5%, 5 Nein! Und du kannst doch schlafen, Mann. Das ist doch erst danach. Ich nehme aber noch ein. Der Hannes nimmt 5 Winterbier. Kannst du mit Brösel nimmt die Pilz mit 5%. So, schimmer so fertig. Ein Bonusbier reicht, wir brauchen kein extra Bonus. Das ist ja kein ganzes. Wir müssen uns auch nicht mehr bewegen. Oder was sagst du dazu? Wenn du jemand frohst, dann wünschst du dann auch dicke Eier. In der Hoffnung, wenn es eine Frau ist, dass der Mann dicke Eier hat. Ich wünsche euch allen dicke Eier. Was sagst du dazu? Schönes Ende. Schönes Ende für dich. Aber Hannes, sagst du, wenn du eine Frau unfrohst... Ja, was machen wir jetzt mit dem? Wir müssen das eigentlich jetzt aufmachen, aber der macht ja nicht mit. Das in der Hoffnung, dass der Mann dicke Eier für dich hat. Das geht ja auf den runden Zeug nicht dran. Das schafft man schon mit viel Scheiße. Das ist eckiges. Der hat einen dicken Lappen auf mir. Der hat einen Lappen auf mir. Aus dem Flaschenöffner. Ja, das gibt's. Oh. Jetzt hab ich dich angerempelt. Es gibt einen Flaschen. Oi! Du hast das jetzt gemacht. Der Hannes hat es hier so gehalten und hat dann einfach diesen getan, oder? Ja. Die Flasche so und dann... Es ist schade, dass es nicht gelaufen ist. Nee. Darüber drin. Worüber? Hier rüber. Da muss ich aber erstmal... Hey, das geht doch so gar nicht. Muss ich trotzdem so machen.
Na komm her, komm her. So. Alles, mach's nochmal. Mach's kaputt. Aber halt mal. Flaschenreifler hier. Hä? Hannes, kann das? Prost! Warte, Hannes! Hier, also, wie, du hast schon auf. Prost! Komm mal, ach, der Thomas hat jetzt auch auf. Ja, Alte Fresse! Wir haben mit Thomas ausgetrickst, jetzt ist das Bier auf, jetzt müssen wir es trinken. Bonusbier! Bonusbier mit wenig Alkohol, also nicht so viel. Warum hast du dieses Bier ausgewählt? Das kommt aus der Heimat, wir müssen die Heimat unterstützen hier. Laber nicht, da waren 5% drauf und deswegen... Das letzte Bonusbier hat das 7. Prozent. Das war verbilligt und deswegen ist das Bonusbier. Wir laufen jetzt auf zum Netto. Ich war noch nie bei Sügemi. Und am Netto wird es kompliziert, aber das erklären wir euch jetzt gleich, hat der Thomas gesagt. Weil ohne Musik geht nichts. Es geht immer noch nichts, guck. So, Thomas bewacht gerade die zwei Bierflaschen. Voll gemein. Das sieht man gar nicht, dass ich da auch uriniert habe und man denkt, du urinierst hier immer so alleine. Aber Thomas hat mich nur unterstützt in meinem Urindrang. Prost! Prost! Deswegen, wir brauchen mehr Thomas auf der Welt, damit ihr nicht mehr alleine aufs Klo müsst. Der kommt so, wenn er sieht, ihr hängt da drum, da geht er hin und packt ihn auch aus. Das ist Kameradschaft. Damit man nicht alleine ist! Genau, so ungefähr hat er es jetzt gesagt. Allei, lass zusammen pinkeln. Ich dachte, Allei ist Number One Hit in Amerika zumindest. So, wir sind immer noch auf dem Weg zum Netto. Der Thomas, ich glaube, wir können langsam das Rätsel lösen. Eigentlich, halt die Fresse! Eigentlich wäre jetzt der Fahrer dran. Der Fahrer hat aber gesagt, er geht nie wieder in diesen Drecks-Netto. Kein Support mehr für Netto, weil wir ja letztens Hausverbot bekommen haben. Nach dem Netto wäre ich dran. Wir haben kurz überlegt, dass wir wechseln. Dass, obwohl ich im Aldi dran wäre, wir wechseln, dass er im Aldi dran wäre und ich im Netto. Ich habe aber gerade eine Anzeige vom Netto laufen, weil ich 5 Bier gekauft habe. Und das ich nicht machen sollte. Und deswegen darf ich eigentlich auch nicht in Netto. Ich war zwar schon zweimal drin seitdem, ohne Probleme, aber wir wollen keine Werbung für Netto machen. Jetzt haben wir überlegt, Thomas wäre nach uns dran, aber Thomas hat Bock. Deswegen Thomas darf vorrutschen in Netto, obwohl Thomas erst beim Norma dran wäre. Thomas darf jetzt im Netto aussuchen. Was heißt, ich darf, ja, suchst du dann eigentlich im Aldi aus und nicht im Norma? Ich dachte, oder darf Norma ich, dran. Oder tauschst du direkt den Platz mit Thomas? Ich dachte, Thomas geht jetzt in Norma, Netto. Das heißt, Thomas tauscht den Platz mit der Fahrer. Ich blick überhaupt. Obwohl der Fahrer dran wäre, macht das jetzt Thomas. Ich mach normal dann Aldi. Und dann, wenn der Thomas dran wäre, macht dann der Fahrer. So ist es. Wo die hin wollen, weiß kein Mensch. Die laufen einfach dort lang. Die laufen die Route nochmal. Obwohl wir darüber müssen. Also laufen wir jetzt einfach hier lang. So. Tschüss. Ach du Scheiße, da kommt noch ein Fahrrad und noch ein Auto hinterher geschossen. Jetzt aber Netto. Thomas ist dran. Na ja, man beachte, wir sind dort. Ich laufe hier lang und gehe hier rüber. Die sind dort, die laufen da rüber, die laufen da lang und die sind jetzt hier. Hey Fresse! Schau wieder. Hey! Le Biscuit! Weil wir hier draußen auch nicht trinken dürfen. Hier sieht uns gar nicht keiner. Es ist auch nicht nachts. Der Security ist nicht da. Das Schlimme ist ja, dass es nicht nachts ist. Von daher sieht uns jeder. Ja, aber Thomas ist auf jeden Fall jetzt dran. Thomas ist bereit. Man sieht es. Wir warten, bis Thomas bereit ist. Das ist die Thomas-Ansicht. Thomas! Am Bauch liegt es nicht. Es liegt am Kopf. Schimpft halt oft über ihn. Am Kopf? Der Kopf. Mal die Mütze abnehmen. Der Kopf, das ist Shinaya. Das ist Shinaya. Das ist Hannes. Das ist Hannes, genau.
Das ist der Fahrer. Der Fahrer. Genau. Mit den Füßen. Ja, wenn ihr jetzt hier noch braucht, dann erlöse ich meinen Schlauch. So. Ja, aber hier ist dein Pfandzettel. Ja, aber oder, Kopf dreht sich. Darf ich dir deinen Pfandzettel trotzdem geben? Ja, dann kurz. Ich muss oder schnell. Hast du eine Biersorte im Kopf, der ja. durchdreht, was du gerne hättest? Das ist ganz billige Ritterbier. Wir nehmen hier jetzt mal Light Kesso, ganz billiges Ritterbier. Einfach nur auf Kesso. Soll der Fahrer ja, den Ritterbier holen, der geschworen hat, nie wieder da reinzugehen? Druck, gib mir einfach nur ein paar Minuten, dass ich wirklich durch habe, mein Kerl. Ja, aber nehmen die ab. Ich gehe nicht rein. Ne, der Bon ist ja von hier. Ey, Ladies, das ihr war, er ist ey, dran, er kann nicht, er ist nicht dran, er will okay, nicht. Thomas, wie viel Pfand hast du auf deinem Zettel? 96 Cent. Wie viel hast du jetzt hier auf dem? 49 Cent. Wie viel ist es insgesamt? 1,46 Euro. Ne, 1,45 Euro. Okay. Ich warte, bis du fit bist, dann geh mal rein. Und dann darf der Thomas das Bier aussuchen. Ne, warte, ja, es sind 1,45 Euro. Nimm Biscuit. Gerade. Ja. Ronny ruft an, mach Lautsprecher an. Warte, ich muss. Ronny! Warte. Wo geistert ihr denn rum? Einfach nur. Netto! Warte mal, Netto! Ich möchte halt nicht diese Aufgabe. Unten der Netto, oder was? Oder unten? Ja, aber Mercedes. Unten. Mercedes Netto. Alles klar, ja. Ich bin auf dem Weg. Sehr gut. Thomas liegt eh noch in der Ecke. Ja, aber dann sollte das normale. Gut, bis gleich, bald dich, zieh den Finger. Und sie hätte eigentlich auch zugestimmt, wenn ich sie fragen würde. Dass ihr kennt vielleicht den Ersatz, ja, Ronny. Hallo! Aber gleich kommt der Original. Ronny! Und der will vielleicht mitgehen. Teil 2. Ersatz Ronny Teil 2. Der will bestimmt ein Bonusbier. Ja. Biscuit. So, wir sind jetzt vorm Netto. Der Thomas hat jetzt Bier geholt. Und während Thomas Bier geholt hat, haben wir noch einen Stargast bekommen, und zwar Ronny! Hallo! Da ist der Ronny Hallo! Am Start! Ronny! Das ist der Original Ronny! Das ist der Fake Ronny! Das ist der richtige Ronny! Was hast du dir jetzt geholt? Wernes Grüner. Wernes? Das ist doch ein völlig neues Etikett, das habe ich ja noch nie gesehen. Das hast du immer gesehen. Das ist schon 30 Jahre alt. Ich werde immer alt. Cookie! So, aber ist dir das Handy nicht so schade? Wenn das wegrutscht, das ist das Fahrer-Handy. Du musst umdrehen. Ja, mit kaputt. Du musst umdrehen. Was ist denn los mit dir? Ich war jetzt im Netto, ne, weil zwei Leute nicht rein wollen. Ja? Und ich habe mit Absicht das billigste Bier überhaupt genommen. Und warum? Weil Kesso. Weißt du, weil Kesso war dabei, er hat immer nur das billigste genommen. Deswegen habe ich es auch einfach möglich. Ritterbier hell genommen. Ladies and Gentlemen, lasst es euch genießen. Wenn ihr das Rumgelalle jetzt toll. Wenn ihr das Rumgelalle jetzt verstanden habt, dann sagt Bescheid. Das ist auf jeden Fall das Bonusbier. Das haben wir nämlich mitgenommen. Das war das Bonusbier. Das Schwarzbacher Winterbier. Das ist das Bonusbier nach der Meile. Ich nehme jetzt extra mal hier das Redder Hell mit. Und das Redder Hell muss ich jetzt irgendwo aufmachen. Da muss ich mal hier an dieses Ding. Das ist nämlich. Normalerweise. Gut zum Aufmachen. So kann man das dann tun. Und dann braucht man auch kein Bonusbier mehr. Ach, Hannes. Ich sehe schon, was der Hannes da macht. Der Hannes macht. Servus und auf die Pfote draufgenommen. Prost, Hannes. Warum hast du dieses Bier ausgewählt? Dieses Redder Hell. Habe ich doch schon gesagt, weil Kesto immer das billigste Bier überhaupt. Deswegen Hommage an Kesto. Redder Bier Hell. Wie viel hat es gekostet? 30 Cent pro Flasche. 30 Cent. Wie schmeckt's? Ich habe keine Flasche. Ich habe kein Retterbier. Hier, warte. Wir hören uns gleich zurück für ein Feedback. Wo ist jetzt meine Flasche? Wer hat meine Flasche weggetragen? Also irgendeine Flasche ist kaputt gegangen. Das nee, war aber Winterbier. Das war Bonusbier. Wer hat meine Flasche weggetragen? Wo ist der Fahrer? Da vorne. Der hat meine Flasche. Das ist passiert, komische Sachen. Und Thomas, wie schmeckt's? Wir können nur in den Sackladen immer wieder schärfen. Billig.
Wie schmeckt's, Hannes? Im Abgang sehr herb, aber wie Käse. Es muss gehen. Es schmeckt einfach wie Käse. Schmeckt in Ordnung. Venus Grüner schmeckt immer. Nee, das, wie schmeckt? Ach so, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Was hauen die jetzt ab? Das ist der Fahrer. Ne, warte mal. Hä? Ne, der steht da hinten. Der Fahrer steht da hinten. Warum rennt ihr denn wieder rum? Da komm ich gar nicht mehr mit. Also, es schmeckt. Meins schmeckt mir auch. So. Es ist doch gar nicht so schlimm, oder? Guckt euch das doch an. So, wir saßen gerade vorm Aldi und die Aldi-Frau hat gesagt, ich bin die nächste Böse und muss ich jetzt wegschicken. Aber jetzt sitzen wir hinterm Aldi. Die war gar nicht böse. Das war so eine liebe Person. Ich sag's euch, da sind wir freiwillig einfach ein Otis weitergerutscht. Und der Hannes hat jetzt einen Dextro Energy. Ja. Ja, ob er eins haben möchte? Jawohl. Wie krieg ich das? Kannst du mal an der Lasche ziehen, natürlich, dass das aufgeht? Ich ziehe an der Lasche. Dann fällt alles runter. An der Lasche ziehen. So, weil wir haben hier jetzt vom Thomas aus dem Netto ausgewählt, das Redder Hell. Nur wegen Käse, weil der immer nur billig sind. Weil der Thomas mit dem Fahrer getauscht hat. Eigentlich wäre der Fahrer dran, der geht nicht mehr in Netto, der will ihn nicht mehr supporten. Hat er getauscht mit dem Thomas, weil der Thomas beim Norma dran wäre. Jetzt hat also der Thomas im Netto ausgesucht und dann darf der Fahrer in der Norma aussuchen. Dazwischen bin aber immer noch ich. Ich bin also immer noch der Aldi-Boy. Und da haben die uns gerade weggeschickt, aber wir gehen trotzdem gleich rein und holen da Bier. Wenn wir das Dextro Energen weggelutscht haben. Und das Redder Hell für 30 Cent. Thomas freut sich und schon, das oder? Nur wegen Käso. Weißt du, weil Käso immer das billigste genommen hat. Da hinten ist der Lutz, da freut sich der Thomas gleich nochmal. Oh. Jetzt nicht hier, ihr Arschlöcher, ihr dürft den nicht rein. Ich dachte so, ich habe gesagt, ich will die Scheiße abschließen, scheißegal was zu Bier. Ich will die Scheiße einfach komplett finishen. Thomas will Scheiße, guck. Hey, Thomas will aber, Scheiße. Aber oh, bitte. Die lässt uns noch rein im Vergleich zu den anderen. Ja, deswegen bin ich da drin rein. Wo geht's rein? Da drüben. Chinesen. Mit dem Kontrabass. Sitzen auf dem Thomas und erzählen sich was. Jetzt ist der Ramses dran im Lidl und ich bin total enttäuscht. Hier gab es normalerweise ein Bierregal. Da gab es auch immer das Kors. Das Kors, was es im Kaufland gab. Und es gab das Schuldenbräu Winterbock. Um den Thomas zu ärgern, hätte ich jetzt extra das Schuldenbräu Winterbock genommen, weil das mehr Prozent hat. Aber jetzt gibt es kein Schuldenbräu Winterbock mehr. Es gibt nur noch normales Schuldenbräu. Kors gibt's auch nicht mehr. Wir haben nur noch Urkröstritzer, Hasseröder Becks, Radeberger Sternburg. Das Erdinger ist auch nur noch zwei Dinger da. Das heißt, wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen das Schuldenbräu Pilsner Premium nehmen. Das ganz normale. Das ist echt traurig. Jetzt, wo ich dran bin, habe ich keine Auswahl und muss das Schuldenbräu nehmen. Nimm das Becks so. So, der Thomas verteilt gerade Schuldenbräu. Warum auch immer, habe ich auch eins. Hier, deine Bierpower. Das ist das Schuldenbräu. Das hat der Ramses gerade gewählt, weil er wollte Schuldenbräu. Winterbock gab es nicht. Er wollte Kors, gab es nicht. Muss der Schuldenbräu Premium Pilsner nehmen. Gab es, mach da mal auf, guck mal hier mal rein, wie das schmeckt. Gleichzeitig gibt es noch Käsebrötchen mit und Käse. Beefy. Hast du schon ein Käsebrötchen? Mit Zwiebeln. Guck mal die Hand da rein, eins ist noch von Hannes, oder? Hannes, nimm da mal noch ein Käsebrötchen. Ja, dann ist Ramses hat auch noch ein Käsebrötchen. So ungefähr so. Das schmeckt bestimmt sehr gut. Hast du den raus? Ich hab nichts irgendwie. Hat das Bier aufgemacht? Nein. Nicht genial. Prost! Prost! Mit dem Schuldenbräu.
Wer ist grüner? Prost. Ach, da drüben. Prost. Ich geh einfach mal eine Runde durch hier. Ich bin da, ja. Ich komme erst später. Halt, ah, du Scheiße! Halt, ich sein Bier! Was ist da passiert? Alter, der hat mich angespritzt! Jetzt wisst ihr, wieso der Hannes immer so gut dabei ist. Und dann ist Schuldenbräu. So, während Thomas weiter faselt, ziehen wir uns noch so ein Stück Beefy rein. Und dein Beefy hat Biss. So, Thomas hängt hinterher. Spielverzögerung. Warte, pass auf. Jetzt extra wieder den Bulle und sagt, ich hab nichts mehr zu trinken. Dann, wann oh mein Kopf dreht schon. Sind wir schon da? Geht's dann die ganze Zeit? Du weißt, ich will die Scheiße einfach nur abschließen. Da ist es mir scheißegal. Ob ich am Ende wirklich 8 Uhr im Bett liege und schlafe, ist mir scheißegal. Wir haben die Scheiße abgeschlafen. Wirst du nicht mehr. 18 Uhr. Aber ich meine jetzt, so weißt du. Es ist schon 17 Uhr. Wir müssen erst wieder Ronny! Hey! Das ist der originale Ronny. No, nicht aber der da drüben, der Fake Ronny. Ich meine, der Ronny. Ihr geht jetzt nicht mehr mit bis zur Norma. Aber du, ich meine, dann sage ich schon mal guten Tag, ne? Guten Tag. Schönen Feierabend. Ja, man sieht sich, wenn ich wieder mal einen Beutel vorbeibringe. Jawohl. So. Komm, das schafft man. Das ist der Genaya, ihr Bier. Das ist der Genaya. Der Thomas schubst sie die ganze Zeit. Da kann ich gar nicht mehr aufstehen, richtig. Guck dir das mal an hier. Das Schauspiel. Das kaputt. Das ist ja wie bei der WrestleMania, wo die Charlotte Flair mit dem Gesicht zuerst auf den Boden kam, du. Komm, das schaffen wir. Meinst du, du schaffst komm, das noch? Komm, jetzt gib mir beide Hände. Das ist die goldene Meile. Jetzt gib mir beide Hände, komm. Komm, hoch. Hand hier. Oh, jetzt gib mir beide Hände. Alter, einer hat... Wucht den Körper einfach auf und sagen, fertig mit der Welt. Stehen. So. Was du nicht trinken kannst, dann trinkst halt auch nicht. Als nächstes wäre der Lutz, da haben wir erstmal geschlafen. Aber die sagen, nee, die Schinale, die muss einfach weiterlaufen. Das ist richtig heavy. Heavy duty, Bro. Guck, der Fahrer und der Thomas, der Tommaso Ciamba, die kümmern sich jetzt gemeinsam. Der Fahrer hat losgelassen. Ich hab's hochgehoben. Mit voller Power. Bierpower! Das gibt Pluspunkte, Junge. Bei wen? Beim Hannes. Guck. Ach, ich schau nur zu. Ja, ich schau nur nicht zu. Der Ronny. Ja, ich bin Ronny 2. Ja nicht der Ronny. Ich bin Ronny 2. Mal kennenzulernen ist auch cool, ja. Ja, alles sehe ich an. Das ist der Thomas. Ja. Das ist der Genaya. Alles? Der Genaya schleppt jetzt den Thomas durch die Gegend. Andersrum. Weil der Thomas kann nicht mehr richtig laufen. Andersrum. Und die Genaya tut ihn jetzt unter den Arm nehmen. Damit der Thomas noch bis zum Rest geht. Der Thomas, ihr merkt das schon, wird immer aggressiver und schreit nur noch rum. Alles wird gegen ihn verwendet. Der Ronny geht jetzt aber trotzdem noch zum Döner Lutz und holt sich noch was essen. Was ist denn das? Hast du jetzt den ganzen Schuldenbräu weggekippt? Den Schaum? Das klang aber wie mehr. Das ist das schlimmste Bier, was ich je hatte. Der Fahrer macht's richtig, der kippt den Schaum weg. Den Schaum. Ach, ich hab glaube ich auch nur noch Schaum drin. Hui, und dann ist es schon weg oder was? Ja, so wie bei Nee, aber das Schuldenprojekt schmeckt richtig nach Abfall. Muss ich schon sagen. Hab noch nie so ein schlimmes Bier getrunken. Die Hälfte davon ist bei mir sowieso ab. Ausgeschüttet worden, gerade im Wollen. Thomas möchte nicht laufen. Nein! Thomas läuft. Ja, weil ich muss. Thomas muss aufs Klo. Thomas muss nicht mehr aufs Klo. Ich muss auf. Jetzt ist alles in der Hose. Ich muss drauf verzeihen, damit sie nicht wieder da fern läuft. Ich bin da unten dagegen gelaufen. Ja. Und hab mir die Hirnerschütterung davon getragen. Ja. Ich versuch das nicht dagegen laufen. Das war in der Meile mit Kesto und Hannes. Da ist der Hannes hier dagegen gelaufen, ja. Hey, Kopf! Wir schaffen das. Viel Spaß! Jetzt komm ich durch. Jetzt warte ich auf der Fahrer und Hannes, ob die wieder dagegen laufen. Nein! Kopf! Oh.
der Mitte kann man ja wieder geradeaus laufen, weil hier ist dann ist wieder die Decke ist auch wieder höher, ne? Ja. So ist das nicht. Übrigens gibt es hier ein Video, wo ich hier diese Stelle mal gezeigt habe. Übrigens ist da hinten noch eine Bank. Da vorne ist noch ein Pokestop. Und da ist der Fahrer. Das ist der Schuldenbräu. Und das ist das Ding hier am Zeug. So ungefähr. So, da sind gerade Fahrräder vorbeigefahren. Da sind auch gerade Fahrräder vorbeigefahren. Und da sitzt die Shania und pullert in die Wiese. Das muss man sich mal vorstellen. Er blendet mal kurz ab, weil da guckt der ganze After raus. Der Fahrer ist am Start. Der fährt zur nächsten Toilette, do. Das ist auf jeden Fall. Ach du Scheiße, wollen wir. Ne, da guck mal. Ich wollte eigentlich rüber blenden, aber da ist zu viel nacktes Fleisch. Deswegen blenden wir lieber nicht rüber und lassen das diskretionsmäßig einfach am Start. Da guck mal, da kommt noch mal einer. Jetzt! Tu die Hose hoch! Jetzt ist die Hose fast oben. Warte mal. Fast. Das passiert, wenn ihr die goldene Meile macht. Also deswegen, überlegt euch das mal in der Platte drin, von wegen hier. Ich habe schon ein Bier getrunken, ich glaube 12 schaffe ich auch. 12 verschiedene auf dieser Strecke, die sind kaputt, die sind tödlich. Überlegt euch das. Hannes ist am Feiern, guck. Hannes, was hast du gerade gesagt? Diese ganze Zeit einfach nur. Das ist herrlich. Ja, das ist herrlich. Hannes freut sich einfach nur. Hannes freut sich, dass er der Hannes ist. Ja, und wie? Deine Hose war letztens auch unten. Ich weiß. Siehst du? Aber ich hab den Nerd. Das kann jedem mal passieren, dass die Hose runterrutscht und dann der ganze After out. Aber mir sind ja nicht so. Falls ihr es nicht wusstet, der Weg vom Aldi zum Normal ist der längste Weg auf der ganzen Route, wo ich damals alleine langgelaufen bin, weil Marc und Pierre waren ja schon weg. Hier war noch so eine Bank, aber dann musst du noch darüber durch ganz Wallraps laufen. Es ist auf jeden Fall Weg mit Schwierigkeit dran, wie Naturin sagen würde. Da war ich total Banane, aber ich bin ja nicht allein. Ein Panorama auf dich! Du kurz danach. Ich will auch langsam auf Toilette. Du kannst auch gerne. Sech doch einfach hier auf die Wiese! Ach so, ich kann jetzt genau. Schon auf du kannst auch gerne hier irgendwo auf die Wiese. Ach so. Jetzt haben wir das Dilemma. Der Thomas, der Mastermind aus Fass, ne? Das ist ja, der die ganze Zeit sagt, ja, wir müssen. Ja, das, wir, Hauptsache wir schaffen Thomas, das. Lockdown ist der Letzte, der es nicht schafft. Der sitzt da hinten auf der Bank und ködert rum. Der Fahrer. Der möchte jetzt gern weiter, weil er noch beim Panorama essen will. Ja, ich möchte essen. Der Jenner. Ich muss auf Toilette. Du möchtest gerne den Pfirsich ausdrücken. Ich kann das komplett verstehen. Der Thomas. Ich kann immer noch da hinten. Hannes ist am Start. Ja, immer. Mein Bier ist auch am Start. Ich wollte mir weitergehen. Ihr könnt ja auf den Thomas drauf urinieren und dann habt ihr alle Geschäfte gleichzeitig gelegt. Ich kann einfach zu oft. Sie uriniert auf den Thomas und du leckst es ab und dann hast du gegessen und sie hat uriniert und Thomas ist wieder heavy. Hallo Thomas. Ist das jetzt I love you oder I love you more? Ich will dich ja nicht stressen und so. Die Shania macht gerade Pipi und fällt nach hinten um. Und der Thomas macht hier Rührei. Das ist, ich sag immer, unterschätze man nicht die goldene Meile, ne? Das sind immer noch zwei Stationen. Do. Lass alles raus, danach geht's dir bestimmt besser, ich sage dir. Guck mal, ich habe heute auch schon gewürgt und so. Deswegen, das ist immer besser so als so, ne? Das ist immer ein Taschentuch aus der vollen Tasche. Taschentuch? Muss ich mal schauen. Das ist die goldene Meile, jetzt haben wir's.
Das ist ein Tommaso Ciampa. Tommaso, alles klar. Bist du wieder fit? Ja, bin nur geschlafen. Hast du jetzt Hunger auf Panorama oder was? Weiß ich. Ich weiß. Prost. Du hast etwas zu überschätzt, mein Freund. Was machen wir jetzt? Norma, Panorama oder ja, wir müssen jetzt weiter zu Norma. Eigentlich aber. Ja. Damit der Fahrer noch ein Bier auswählt. Ich hab's immerhin geschafft, dass ich das. Und dann kommt ja nur noch Panorama. Happy und New Year. He's got the whole world in his hands, he's got the world. Mein Freund, du hast es doch etwas zu überschätzt heute. Es dreht sich einfach nur scheiße am Kopf. Wir müssen auf die Jenny warten. Beim Hallo. Beim Thomas dreht scheiße im Kopf. Was ist das? Hast du jetzt das Lammfell abgecheckt oder ja. Was? Ja, ich hoffe, dass kannst du nicht den Fummel selbst anziehen und in den Rucksack packen? Was. Hat sie nicht dass mehr. Ich habe mein Kabel mit rausgeholt also aus dem Rucksack. Sonst okay, lauf dir ruhig weiter. Ich bleib hier und guck mir die Natur an. This is a dog. This is a white dog. Look at this. Pärchenbildung. Wäre eine Meile. It's full interesting. Ja. You know. Don't touch that mouse. Ach, hier. Darf ich jetzt drauf drehen oder was? Nein, mein Hasi. Ach, Mann, ey. Ja, hier, dein asozialer Hase. Ach, Scheiße. Nicht so wieder. Hier. Ja, in der Kapuze hilft es ja auch nichts. Oha! Pfand? Meins? Der Thomas denkt, er hat gerade Zeit gut gemacht. Und da hat er eigentlich aber recht. Das darfst du ihm aber nicht sagen, der lallt lieber rum. Das Lustige ist, die zwei da vorne haben gar nicht mitgekriegt, dass sie schon wieder einen Osterhasen verloren haben. Das heißt, ich habe jetzt den Osterhasen. Den könnte ich jetzt einfach davor flaggen und sagen, Vorsicht, da ist was runtergefallen. Oder ich nehme den einfach mit. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ey, der Fahrer, vermissen Sie einen Hasen? Schon wieder mein Hasi verloren. Darf ich dir die Nummer reichen? Wie viele Dellen hatten der jetzt schon? Weiß nicht, da ist, fliegt was lose drin rum. Sag mal, mein Rucksack ist kaputt. Ich möchte ihn jetzt nicht nochmal mitnehmen. Sag mal, was verlust du schon wieder deine Hasen? Verlust du hier, Hasen, genau. Deine Hasen? Deswegen habe ich den Original zurückgebracht. Bin ein guter Bubi. So, der Fahrer ist dran. Der Fahrer darf ich jetzt nicht Bier auswählen. Lutherbier. Du hast gesagt, du gehst in den Getränkeladen nebenan. Nee, das und jetzt stehst du hier im Norma, ganz normal, wo es nichts gibt. Lutherbier. Schlauchbier. Ach, scheiße, ich habe gar keinen Rucksack dabei. Doch. Verdammt. Nee, hast du nicht. Ja, die habe ich auch noch. So, wir waren jetzt im Norma. Ja. Der Brösel hat jetzt dieses Luther-Stark-Bier besorgt, kräftig, malzig, mit dem Typ da drauf. Da nehme ich hier mal eins mit. Ihr könnt so lange aufmachen. Ich muss ja mal urinieren. Der Thomas macht so richtig, der uriniert schon. Ich guck mal, ob ich das hier einfach an der Palette aufmachen kann. Palette auf in dieses Rauchglas. Guck mal, da sind lauter Zigarettenstummel drin. Das ist mit dir nicht richtig. Alles okay. Alles aufgekriegt. Das Bier ist Prost. Da. Eins ist ja eigentlich übrig. Eins ist, ein Bier ist zum eins Öffnen. Eins ist übrig, ja. Eins ist zum Öffnen da. Ich habe 6 gekauft. Achso, das Thomas hat ja sein Ding noch. Sein Thomas, kann ich dir das eine noch geben? Ja. Eins ist zum Öffnen da. Willst du das zweite noch zum Aufmachen oder machst du mit deinem Ding auf? Ja. Mega, Thomas, ey. Ist. Mach auf. Was? Mach auf. Thomas sagt, mach auf, okay, das ist eine Herausforderung. Hier, Thomas, für dich.
Krieg ich dein volles Bier wieder? Ja, das ist das volle Bier. Das ist das Bier zum Aufmachen. Dann tut noch mal anstoßen. Prost, Prost. Wir sind eins vorm Ende. Ist lecker, sehr lecker. Lutherbier, das schmeckt. Wie schmeckt's? Ey, fresse ich kann nicht mehr. Lutherbier schmeckt. Lutherbier schmeckt, das weiß ich, schmeckt das sehr gut. Wie schmeckt? Schmeckt lecker. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. So, wir haben die Norma jetzt im Prinzip gerade geöffnet. Das heißt, wir müssen nur noch einmal weiterlaufen bis zur Panorama. Dort noch ein Bier trinken, was die Shania auswählt. Dann haben wir es geschafft. Weil wir haben es ja jetzt gerade rumgedreht. Ja. Die Shania muss noch ein Bier auswählen im Panorama. Dann haben wir noch das Bonusbier. Nachdem wir im Panorama was gegessen haben. Und der Thomas freut sich schon, weil der hat voll Bock auf das Bonusbier. Guck. Ja. Bonusbier ist mir scheißegal. Seht ihr das Bonusbier? Oh, oh, oh. Das ist jetzt hier drin versteckt. Thomas! Thomas hat gute Laune, wie immer halt. This is a beer shanga in the Naturin. And this is a Scheißdreck, genau. Das ist voll kompliziert, hier durchzulaufen. Zum Panorama. Schon mal geiler. Thomas ist noch da. Hannes ist noch da. Ich bin nicht mehr da. Der Rest ist auch nicht mehr da. Jena hat einfach jetzt gesagt 5 Bier. Weil das ist ja eigentlich die letzte Station. 5 Bier hier. Ich hab gesagt, geh mal rein, guck mal an den Schrank, was da gibt. Nö. Ich sag 5 Bier, ne? 5 Bier, Fass leer. Hä? Was? Bring was anderes. Okay, mach ich. Irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt für Bier kriegen. Aber kriegen wir es im Glas. Und dann sind wir eigentlich schon fertig hier. Aber es gibt ja noch 5 Bonusbier. Da freut sich der Thomas am meisten drauf. Das zählt nicht für die Meile. Ich bin der Thomas. Das zählt nicht für die Meile. Weil ich der Thomas bin. Wir hatten schon ein Bonusbier, das reicht. Und ich bin einfach noch fertig. Das heißt, der Thomas ist der mit am meisten Bock und deswegen müssen wir dann für den Thomas noch ein Bier trinken. Weil der Thomas sich immer freut, wenn wir gemeinsam in der kulanten Runde ein Bier trinken. So. Nein, ich bin einfach noch fertig. Das Kulmbacher Edelherr, dann sag ich mal Prost. Prost! Weil das ist das 12. Bier auf der Meile. Thomas, kann man mit dir mal anstoßen? Ich brauche erst was zu essen. Halt die Fresse! Du gehst gleich wieder. Ja, Prost! Dann stoßen wir mit dir an, ob das 12. Bier auf der Meile und gucken wir, ob wir das 12. Bier auf der Meile mal trinken können, du. Scheiße, jetzt ist diese Würde weggeflogen. Ein guten Appetit. Diese Würde, diese haut einfach ab. Jetzt sagen die, das ist mit Chili-Soße, ne? Schmeckt halt wie Zigeunerschnitzel, aber voll light, voll love, voll übelst alles. Kann man übelst gern essen und so. Beiß ich immer wieder gern rein. Fliegen die Gurken runter. Die Gurken, die Zwiebeln sind. Mega genial, schmeckt richtig gut. Wenn der Thomas den probiert, müsst ihr sagen, das ist der beste Döner, den ich je probiert habe. Und darauf erstmal ein Kulmbacher. Thomas, bin gespannt auf dein Feedback. Sieht jetzt schon von außen trocken aus, weil Soße halt fehlt. Ist das Fleisch gut geschnitten diesmal? Ja. Ja, im zweiten Biss kommt die Soße, aber irgendwie hat er irgendwas Scharfes drauf gebracht. Ja, scharfe Soße. Nee, hier, irgendwie hat der Chili oder irgendwas drauf gebracht. Die Drecksau. Es schmeckt einfach nur scharf. Das finde ich richtig gut an dem Döner. Ich nicht. Hat er nicht wieder ein bisschen gedribbelt, ne? Ich habe halt einfach, wenn du mal guckst, es ist keine Knoblauchsoße drauf. Genau. Oder siehst du Knoblauchsoße? Ich spüre es einfach nur scharf in der Fresse. Okay. Ich sehe nichts. Weißt du Bescheid. Wie schmeckt's dir, Hans Wurst? Hast du alles, was du wolltest? Gut. Hast du Knoblauchsoße? Ja, alles drauf. Hast du die überhaupt bestellt? Schön scharf.
gut. Aber Knoblauch ist nicht das Scharfe dran. Hast du keine scharfe Soße bestellt? Noch. Ja gut, dann kann ich den Urteil eh nicht mit reinnehmen. Shania ist schwanger, das müsst ihr wissen. Ja. Bald kommen die Shania Juniors. Ja. Die fliegen dann rum mit so Dönerfetzen im Mund und so, mit dem Papier und alles. Deswegen würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns gleich wieder im Rewe. Tschüss, bis dahin. Ja, eindeutig rote Soße. Peace out, Vorhaut, ja. Euer Döner. Guck mal, Shania liegt auf dem Tisch und schläft schon wieder. Der Thomas macht einen auf Shania. Und er möchte einen. Der Hannes macht einen auf, was ist das? Das ist Lamachun, Lamachun. Nicht der Ronny. Lama. Lamachun. Probieren. Jawohl. Deine Kamera ist ein bisschen weit unten, weil die muss so hoch kommen. Gar nicht. Laber nicht. Guck. Laber nicht was. Das Essen war sehr, sehr gut. Ja. Das okay. Bier war sehr, sehr gut. Kann ich noch nicht beurteilen. Der Hannes war sehr, sehr gut. Ja, war sehr gut. Gut. Ja. Was hast du, Nasi Goreng? Nasi Goreng, ich habe 20 Gramm am Hirn. Nasi Goreng? Ich habe Nasi Goreng, ich habe dort Nasi Goreng. Geschafft oder nicht als geschafft? Das ist der Hannes. Moin. Das ist ein Hannes in Bier? Ja. Leer. Das ist mein Bier? Leer. Das ist das Bier vom Thomas. Das ist komplett noch voll. So. Dann haben wir das Bier von der Shania. Das ist komplett noch voll. Dann haben wir das Bier vom Fahrer. Da ist noch Rest drin, ne? Die leeren Biers von davor sind hier unten. Und die sind alle abgehauen. Ding auch noch voll. Da ist noch Rest vom Vortag drin. Von Thomas. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt werden sollen. Eigentlich muss jeder sein Bier noch austrinken, damit wir als Gruppe weiterziehen können. Ansonsten muss ich jetzt sagen, wir haben es nicht geschafft. Weil die davor nicht danach sind und überhaupt. Der Hannes und ich und der Hannes, wir laufen jetzt noch Richtung Rewe. Wir holen für den Adi Schatz. Wir holen noch was zu fressen. Ja. Weil der irgendwie nichts mehr zu fressen hat. Jo. Weil irgendwie ist alles weg. Wegen dem Umzug. Und deswegen war es hier die Biermeile. Der Thomas und der Schneider, die sind schon heimgedriftet. Wir gehen noch in den Rewe-Schatz. Genau. Und gucken noch mal, ob wir einen Adi-Schatz bekommen. Dass der noch was zu fressen kriegt. Genau. Und dann kommen wir nach Hause und dann Adi-Schatz. Alles Gute. Genau. Adi-Schatz. Ja, für den Adi machen wir noch alles. Der Hannes hebt die Flasche auf, aber... Oh, warte mal, ist das bereit? Ja, fertig. Gerade war der Container noch voll. Jetzt ist der Container betriebsbereit. Sehr Junge. Schön. Ha! Fertig. Adi müssen wir schon. Scheiße. Jetzt wollte ich gerade sagen, Hannes hat erfolgreich im Rewe-Sinn eingekauft. Wir haben Adi-Schatz vergessen. Ich schaue schon mal wegen... Wir müssen nochmal zurück. Adi Schatz, alles Gute. Wie kann man so etwas vergessen? So, jetzt. Das ist der Hannes. Hallo. Das ist der Ramses, ne? Wir haben jetzt noch feine Häppchen besorgt im Rewe. Und im Rucksack hinten war noch Goldkrone Cola drin. In der Seidentasche. Ich hab die nicht eingepackt. Mm-mm. Der Hannes auch nicht. Mm-mm. Ich weiß nicht, wie die da hingekommen sind. Aber den nehmen wir mit. Die sind auf jeden Fall jetzt im Rucksack. Entweder haben wir die jetzt geklaut, ohne dass wir es wissen. Oder irgendjemand von den anderen hat die da reingepackt. Irgendwann. Ja. Das müssen wir jetzt noch auf den Grund gehen. Das ist Goldkrone mit Cola drin. Oh. Nicht von uns. Ja, die lassen wir uns aber immer auf jeden Fall schmecken. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Da lag noch ein Paket von Fatih. Da ist Thomas und Shania. Wir wollen jetzt mal die Tür aufmachen. Wir mussten nochmal zurück. Wir mussten noch Katze holen für Adi Schatz. Adi Schatz, alles Gute.
guck. Die Tür muss auf. Stürmen alle rein. Ja, die freut sich sicherlich über so hohen Besuch. Hallo Schatz. Hannes. Baby. Oh, Ali. Hannes, ich pack deine Jacke jetzt mal nach. Hin und her. Oh. Den Haken. Okay, Hannes. Ja, das ist leider, die Qualität ist schlecht, aber der Adi ist gut, deswegen sagt er, das ist okay, das reicht mir hier. Das ist richtig gut, ne? Der Adi Max. Adi? Ja, Baby? Adi, oh mein Gott. Baby, Schatz. Alles gut. Ja. Wollen wir doch mal erstmal ein bisschen Krach machen, oder? Ja. Mach mal Krach. Das war's. Meine Seite aus. Jetzt beim nächsten Mal. Thomas, du schon wieder Staubsaugen. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Die anderen sind alle tot, ne? Wir suchen eigentlich gerade noch das Bonusbier. Das Schwarzbacher Winterbier, was wir mitgenommen haben. Auch wenn alle tot sind, wir finden das gerade nicht. In der Küche stand auch noch ein Bier rum, was eigentlich von der Meile war. Hier dieses. Das Lucifer Starkbier, obwohl das könnte auch das sechste sein aus dem Five-Pack. Ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt hier noch Adi-Schatz, wir haben noch 5-0er, wir haben noch irgendwas. Aber irgendwie ist das andere irgendwie abhanden gekommen. Ist das Winterbier plötzlich weg? Wir wissen nicht wohin, ne? Das wollen der Hannes und ich, wir wollen das jetzt noch trinken. Weil das Winterbier ist weg. Hast du nicht? Hast du nicht? Ja, also nicht. Hannes? Hm? Guck mal. Guck mal, was ich hier habe. Oh, was ist das denn? Da ist noch ein Koko drin. Mach mal den Deckel ab. Koko Pfeffi. Ja, nimm mal einen Schluck. Probier mal. Boah. Wie das schmeckt. Das schmeckt wie Pfiffi mit Koko. Kräftig nach Koko schmeckt das Teil. Kräftig nach Kokos. Und sehr schön sämig. Gekühlt. Und sehr sämig. Sehr, sehr sämig. Das ist Pfeffi mit Kokos. Also wenn ihr Pfeffi mögt, probiert mal Pfeffi mit Kokos. Was der sämig ist. Ist schön cremig. Kann man trinken, auf jeden Fall. Mich ärgert das jetzt mit dem Schatz Winterbier jetzt. Also irgendwie hat der Hannes ja heute noch dieses Schwarzbacher Winterbier mitgenommen als Bonusbier. Wir wissen aber nicht, wo das Bonusbier ist. Die Genaya schläft schon. Der Thomas schläft auch schon. Der Hannes sitzt da. Wir haben jetzt schon alles abgesucht. Ja. Mein Rucksack, sein Rucksack, Shanayas Rucksack, Thomas Rucksack. Das Schwarzbacher Winterbier ist einfach weg. Wir haben keine Ahnung. Deswegen haben wir uns jetzt hier dieses 500 Dosenbier noch aufgemacht. Groß, Hannes. Groß. Und wir würden mal sagen, Hannes und ich haben jeden mal die Meile durchgespielt. Der Rest ist tot. Ich weiß gar nicht, was, wie, wo, aber ich glaube, wir sind insgesamt trotzdem
Das ist super. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Und wir sehen. Das Ziel läuft endlich. Und NXT läuft endlich, weil es ist ProSieben Max. NXT läuft. Die erste und letzte NXT-Folge aus der Wohnung hier. Ja. Deshalb Peace auf Vorhaut. Euer Ramses. Ups. So, die goldene Meile ist beendet. Hannes und ich, wir haben das Bonusbier nicht gefunden. Wir gucken morgen mal tagsüber, ob wir das Bonusbier finden. Hannes liegt da drüben irgendwo rum. Da, wo die Hand rumfliegt. Da ist irgendwo Thomas. Da ist Shania irgendwo. Hier bin ich auf dem Boden. Und da läuft gerade noch NXT. Guck dir das an. NXT. Wir versuchen jetzt zu schlafen. Jetzt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Adi Schatz. Bis dahin. Ja. Oh. Tschüss.